Radio Poki Toki 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 Radio Poki Toki 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 von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend mit einem ersten Hinhörer des ersten Songs, den wir aber erst später hören. Herzlich willkommen hier heute, 20 Uhr, 30. April 2019. Heute geht's spooky, Aliens, Außerirdische. So starten wir den Abend, Kontakt mit Aliens, und zu Gast ist der Raphael aus Wien und vom Lichtanker, den werden wir gleich begrüßen. Möchte hinweisen, dass diese Sendung hier aufgezeichnet wird und interaktiv ist. Ihr dürft also mitreden. Ja, wie kann ich denn reden? Ganz einfach. Ihr könnt auf der okidoc.com, solltet euch in den Chatbereich einloggen, wenn ihr wollt. Oder ganz einfach die Telefonnummer 0043. Das ist unser Festnetztelefon aus Österreich. Die Landesvorwahl 0043. 720-518-19 und die 7. Und wenn das zu schnell war, geht ihr einfach auf okidoc.com. Da steht die Nummer drin. Wie gesagt, wir sind auch E-Mail erreichbar, wo ich auch während der Sendung reinschaue. Unter der Rubrik OKTalk könnt ihr direkt in den Download-Bereich reingehen und ihr findet dann auch unseren Redeserver, wo wir jetzt gerade senden. Ja, für den einen ist es ja ganz spannend, für mich ist es auch ganz spannend. Wir führen heute erstmal ein offenes Gespräch und es gibt viele, viele Fragen, die schon vorbereitet sind. Die werden wir auch alle soweit abarbeiten. Lichtanker Events steht drin, Open Channeling zum Ursprung der Kornkreise, ganz viele Quellennachweise unter der Rubrik Artikel auf OKTalk findet ihr direkt von heute den neuesten Artikel, den zweitneuesten. Wir haben auch Stops My Meters heute einen Artikel geschrieben. Das war die letzte Live-Veranstaltung von letzter Woche, wo man so einiges herausbekommen hat, wo 700 oder 125 Medien eingeladen worden sind und nur 3 Medien vor Ort waren. Unter anderem war die Solidaritätswerkstatt da, Radio Helsinki, habe ich gehört, und OKTalk. Ja, und dort wurde aufgedeckt, dass ja die Energiekonzerne in Österreich, das Band ist im OKTalk-Archiv, ja, Nötigung und Erpressung machen. Ja, warum kommen die großen Medien nicht? Traurig, traurig. Ein anderes Thema, wir gehen jetzt richtig ins Thema rein, auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und jetzt sage ich mal einen wunderschönen guten Abend nach Wien hin. Unser Raphael ist da, guten Abend. Hallo, wunderschönen guten Abend. Freut mich, dabei zu sein. Ja, Raphael, du hast da ja wirklich ein ganz, ganz spookiges Thema ja schon herausgeholt. Und und die erste Frage schon gleich könnte ich stellen, aber vielleicht magst du dich noch mal ein bisschen vorstellen. Lichtanker, wer bist du, was tust du, was machst du und wieso bist du zu dem Thema der Aliens gekommen, Kontakt mit Aliens? Also, mein Name ist Raphael. Ich bin unter anderem beim Verein Lichtanker in Wien. Wir sind einfach ein sozusagen kleines Zentrum zum vor allem Wissen austauschen und auch zum selber, wenn man so möchte, experimentieren mit gut erprobten alternativen Heilungsmethoden und Geräten und versuchen hier einfach unterschiedliche Wege aufzuzeigen und vor allem sozusagen in gegenseitigem Respekt und Toleranz die unterschiedlichen Meinungen, Betonung auf unterschiedlich, einfach auszutauschen untereinander und voneinander zu lernen. Und zum Thema Aliens, jetzt natürlich die Frage, wie sehr man zurückgehen möchte. Was ich vielleicht ganz zu Beginn gern sagen würde, ist einfach mal die Frage, die sich jeder stellen kann, auch von der Kindheit her, ob man vielleicht selber nicht gewisse Erinnerungen hat oder eigenartige Dinge gesehen hat oder Fantasiefreunde hatte oder so, oder sogar mal Lichter sozusagen im Himmel schon gesehen hat. Weil meine Vermutung oder auch meine Erkenntnis über die Zeit ist, dass viele Menschen eigentlich auf die eine oder andere Weise Kontakt hatten. Jetzt kann man das nennen Aliens oder auch nicht, auf jeden Fall mit paranormalen Phänomenen in Kontakt getreten sind oder auch einfach als Kind sich eine gewisse Fantasiewelt aufgebaut hatten. Und wie ich dann mit der Zeit lernen durfte, ist einfach potenziell an dem viel mehr dran, als man sich zu Beginn selber eingestehen wollte. Ja, die Kindheitserinnerung. Ich habe früher bei mir an so eine Art Gespenst, da war ich 6 Jahre, hatte ich immer ein Gespenst und irgendwie hatte ich da auch Angst, aber irgendwie habe ich dann gesagt, ach komm, was willst denn du? Und dann hat es immer gepocht, bum, 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 bum. Und plötzlich sah ich da so eine Art Gespenstgestalt. Da erinnere ich mich, aber das war dann irgendwann mal ganz plötzlich weg.
das war so meine Erinnerung vielleicht zu einem ungewöhnlichen, ja, Erinnerung. Ja, bei mir war es zum Beispiel ganz lustig. Ich weiß noch ganz genau, irgendwann als recht kleines Kind. Jetzt ist natürlich immer dann noch die Frage oder die Problematik, dass man natürlich mitbedenken muss. Auch wir sind natürlich auch geprägt von den Medien, vom Fernsehen. Und gerade jetzt bei Kindern oder bei Kinderfernsehen ist noch viel eben Fantasy und Science Fiction drinnen, wo man sich natürlich auch eine gewisse Symbolik und gewisse Ideen und Geschichten vielleicht subtil aufnimmt. Ich weiß nur, bei mir war es ganz lustig. Ich habe mir irgendwann gedacht oder hatte fast Angst davor, habe gedacht, vielleicht sind meine Eltern in Wahrheit Aliens und sie sagen es mir irgendwie nicht. Und ja, also nicht, dass es jetzt sonderlich schrecklich wäre, aber ich weiß noch genau, dass ich mir das aus irgendeinem Grund ganz genau überlegt hatte damals. Ja, ich darf dabei sagen, weil du die Medien angesprochen hast, ich habe damals keinen Fernseh schauen können, weil da hatten wir große Ordnung gehabt bei uns und ich habe 6 Geschwister, da war das nicht so einfach, das Fernsehen anzuschauen. Nur gemeinsam mit den Eltern durften wir das tun. Also da zumindest waren wir nicht in der Form extrem manipuliert. Ja, das ist schon mal super, da kann man schon mal dann einiges ausschließen. Und was ich vielleicht, bevor wir jetzt dann zu den Fragen kommen konkret, was ich vielleicht gerne gleich zu Beginn sagen möchte für alle, die zuhören, ist, dass eine der Hauptideen ist in dem Kontakt, dass es auch darum geht, oder dass eine These, sage ich mal, die ist, in dem Fall von Bashar, einem meiner Lieblingschannel, der ganz einfach sagt, in Wahrheit hatten wir alle, praktisch alle, vor allem die, die sich mit dem Thema beschäftigen oder heute auch zuhören, hatten schon Kontakt. Es ist nur so, dass das verdrängt worden ist. Man natürlich aus der Kindheit viele Dinge verdrängt, aus unterschiedlichen Traumata oder weil es eben der Geist ist ja nur ein Fantasiefreund, den gibt es ja nicht wirklich. Und die Idee ist halt hier, dass sehr wohl gerade Kinder wirklich Kontakt haben oder auch potenziell Erwachsene Kontakterfahrungen machen oder Jugendliche, wie auch immer. Und diese Erfahrung aber dann sozusagen automatisch gescreent wird, richtig so, ich sage jetzt so Men in Black Style, und zwar nicht aufgrund einer Bösartigkeit von Seiten der Aliens oder von unserer Seite aus, sondern einfach deshalb, weil das sozusagen wie ein Samen ist, der gesetzt ist. Und dann, und das passiert auch oft in einem, sage ich mal, Traumzustand, in so einem Halbwachzustand oder in Meditation oder in sonstigen verschobenen Bewusstseinszuständen. Und dann ist die Idee ganz einfach, dass diese Erinnerung wieder sozusagen unterdrückt oder nicht unterdrückt wird, sondern, wie soll ich sagen, es wird auf eine gewisse Weise in den Hintergrund gestellt, sage ich mal. Und dann ist die Idee sozusagen laut der These von Seiten der Aliens und ganz pauschal jetzt gesprochen, dass sie einfach warten darauf, dass die Menschen sich wieder bewusst erinnern können. Weil das natürlich ganz, ganz viele Ängste, wie du selber ansprichst, hervorrufen kann. Und es dann darum geht, bis die Menschen auf einem Punkt sind, dass sie sich wieder bewusst erinnern können und diese Erinnerung wieder bewusst in ihr Leben integrieren können. Weil es ist ja keine kleine Sache, weil wenn ich sowas ernst nehme sozusagen und jetzt sage, okay, ich habe halt nicht halluziniert oder ich war halt nicht, habe zu lang ins Narrenkastel geschaut, sondern wenn ich das wirklich ernst nehme, diese Erfahrungen, egal wie subtil sie sein mögen, egal ob das ein Gefühl war oder ein Gedanke oder eine Begegnung, wenn ich das wieder ernst nehme, ändert sich natürlich mein Weltbild ganz radikal. Das ist richtig und das gehört zu unserem Leben dazu. Oft verdrängen wir, wie du sagtest, und das Verdrängen ist nicht wirklich von unserem Vorteil. Gehen wir mal in die Fragerunde rein und da heißt es ja, gibt es Hinweise für die Existenz sogenannter Außerirdische? Ja, das ist eine gute Frage. Ich selber habe mal ein unbekanntes Flugobjekt gesehen, vor gut 2, 2,5 Jahren. Es heißt ja UFO. Heißt für mich ein unbekanntes Flugobjekt. Ja, kann ja alles sein. Und ja, wie sieht's denn mit den Außerirdischen damit aus? Gibt es Hinweise für eine Existenz von sogenannten Außerirdischen? Also meine sozusagen bewusste Erinnerung an UFOs ist recht beschränkt. Bei mir gibt es nur einen Fall, wo ich sagen würde, ich habe so ein halb durchsichtiges Ding gesehen, aber da kann ich mir auch nicht ganz sicher sein jetzt. Und von den Hinweisen her kann man aber sehr wohl sagen, es gibt zumindest Phänomene, die bis jetzt nicht richtig erklärt sind, das kann man sagen. Und was man auch weiß, es ist auch ganz offiziell von 2003, bei Google, bei der Patentsuche, wenn man eingibt, ich weiß es natürlich nicht genau, aber wir können es dann verlinken, gibt es auch offizielle Patente für UFO-Designs, sage ich mal. Das ist die eine Idee, ist mal jene, dass potenziell viele der unbekannten Flugobjekte in Wahrheit
von unterschiedlichen, unter Anführungszeichen, Regierungsorganisationen bedient werden oder Militärs. Das ist mal das, der eine Faktor. Aber ansonsten gibt es ja wohl Hinweise, zum einen mal natürlich alle UFOs, die dadurch nicht erklärt werden können oder die nicht sozusagen zum Militär gehören. Und dann natürlich das Phänomen der Kornkreise, wo es sehr wunderbare Aufnahmen und Dokumentationen gibt, die sind auch verlinkt, wo man auch einfach nur sagen kann, gut, das sind Phänomene, da kann man zumindest mal nachweisen, das haben keine Menschen gemacht. Und es gibt teilweise sogar ganz spektakuläre Videos, wo man wirklich solche Lichtkugeln sieht, die diese Kornkreise erschaffen. Weiters dann, Hinweise zu Außerirdischen, gibt es natürlich jetzt, das eine wären äußere Phänomene wie Kornkreise und UFOs, wo man sagen könnte, ja, das könnte sein sozusagen, dass das mit Außerirdischen zu tun hat, sozusagen, oder sogenannten. Der andere Hinweis ist natürlich alle möglichen Channels, die es gibt seit ja zumindest 100 Jahren, wahrscheinlich schon viel länger, die teilweise recht, wie soll ich sagen, durchgängig und teilweise auch konsistent über unterschiedliche Zivilisationen berichten und vor allem natürlich auch über sozusagen die Philosophie, die viele dieser unter Anführungszeichen Aliengruppen untereinander teilen, den Menschen mitteilen. Und dann natürlich muss jeder selber entscheiden. Wenn jetzt jemand sozusagen von mir in Trance geht und dann behauptet zu channeln, kann ich das wiederum glauben oder auch nicht. Und vielleicht ein wichtiger Faktor hier bei dem Ganzen, der auch in dem gechannelten Material sehr oft vorkommt, das sogenannte Law of Confusion, das Gesetz sozusagen der Verwirrung. Und das besagt, dass die unter Anführungszeichen wiederum Aliens von ihrer Seite aus gar keinen eindeutigen Beweis liefern dürfen, sondern immer den Menschen den freien Willen lassen wollen und müssen und dürfen, damit sich eben die Menschen entscheiden können, wollen sie überhaupt Kontakt, weil niemand wird gezwungen. Aber die, die sich entscheiden und sozusagen sagen, das stimmt mit meinem Glauben, mit meinem Wissen, mit meinem Gefühl überein, dass die natürlich sehr wohl die Möglichkeit dazu haben und dann auch in Folge mehr und mehr Beweise und Hinweise darauf finden werden. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr schon jetzt Fragen habt, ihr könnt einfach einsteigen, auch anrufen. Wir sind heute in einer offenen Talkrunde, nur das mal zur Info. Ja, ich gehe direkt auch weiter. Welche Perspektiven gibt es, sich solche Wesen vorzustellen? Ja, wie gesagt, die Existenz von Außerirdischen für mich, ich sage immer, wir sind ein Staubkörnchen in diesem unendlich weiten Universum und dass es sicher woanders wohl Leben gibt, da bin ich mir ziemlich überzeugt. Deswegen ist für mich eindeutig, dass es sicherlich Außerirdische existieren. Nur bewusst sind sie mir noch nicht begegnet. Das heißt aber nicht, dass sie nicht Existenz sind, so für mich. Ja, die zweite Frage, wie gesagt, habe ich jetzt gerade schon angedeutet, Außerirdische, ja, welche Perspektiven gibt es, sich solche Wesen vorzustellen? Wie kann ich mir einen Außerirdischen vorstellen? Das ist die gute Frage. Also ich weiß noch genau, ich fand das immer schon eigenartig, als es dann teilweise von manchen unter Anführungszeichen wissenschaftlichen Stellen eben heißt, okay, es gibt, manchmal gibt es Hinweise oder dann gibt es wieder keine Hinweise. Was vielleicht ganz relevant ist in dem ganzen Zusammenhang, es gibt ja dieses SETI-Programm in Amerika, wo sie eben nach Außerirdischen suchen. Und ich weiß nicht, ob sie sich langsam schon reformiert haben, aber lange Zeit haben die eigentlich ausschließlich auf gewissen Radiofrequenzen halt abgehört. Und das, was halt einige Channel uns zutragen, ist, ja, das ist ganz nett, aber das ist ein Frequenzband, das eigentlich von niemandem wirklich verwendet wird. Und zumindest im unmittelbaren Umkreis gibt es keine Zivilisation, die jetzt ein ähnliches Frequenzband verwendet. Also es ist auch immer ganz wichtig, wenn man sich überlegt, also wie kann man sich die Wesen vorstellen, auch sich zu fragen, welche Technologie verwenden die eigentlich? Und wenn man jetzt das Beispiel nimmt und das mal annimmt, dass zumindest manche dieser sogenannten UFOs von sogenannten Aliens sind, dann muss man auch davon ausgehen, dass da natürlich ein ganz anderes Niveau von Technologie vorzufinden ist. Und das ist auch der Punkt, den vielleicht zu Beginn auch erwähnen möchte, den ich so spannend fand. Ich habe mich lange Zeit, habe ich mir gedacht, na gut, Aliens, Außerirdische, das ist ein Thema, mit dem muss ich mich nicht beschäftigen, weil auf der Erde gibt es eigentlich genug sozusagen Herausforderungen, denen ich mich stellen kann. Und das ist ein bisschen weiter weg, das ist nicht so wichtig, bis ich dann mit der Zeit draufgekommen bin, dass bei diesem Alien- oder UFO-Thema sich alles trifft.
Weil wenn ich jetzt mal das annehme, und hier gibt es sehr gute Dokumentationen, dass es eben solche Objekte gibt, die sich auf eine Weise bewegen, die keine zumindest als offiziell bekannte Flugjets oder so das könnten, sieht man ganz klar, dass Technologie, das hängt zusammen mit mehr oder weniger unbegrenzter Möglichkeit, Energie anzuzapfen, dann mit unbegrenzter Manövrierfähigkeit oder sozusagen Teleportation und mit Bewusstsein. Und das sind also Energie, Transportation oder Teleportation und Bewusstsein. Das sind natürlich, ist dann wieder ein ganz spannendes Thema, was gerade auch heutzutage, wo sich viele Menschen dafür interessieren. Und für mich war es eben so interessant zu sehen, wie an diesem Punkt eigentlich die wirklich wichtigen Dinge, nämlich Bewusstsein und freie Energie, sich wieder treffen. Und warum das deswegen in Wahrheit ein Kernthema ist, um das ganz, ganz viele Dinge herum öffentlich, wie auch im unter Anführungszeichen Geheimen, eigentlich strukturiert sind. Ja, es heißt der Körper, Geist und Seele. Wir leben in einer 3D-Welt und wir sehen immer den Materialismus und das, was wir sehen. Jedoch wissen wir auch, dass es die Feinstofflichkeit gibt. Daher denke ich, muss ja nicht der Außerirdische jetzt in unserem Leben genauso gebaut sein, wie wir als aus Fleisch und Blut sind, sage ich jetzt mal. Daher denke ich, sollte man auch das Themengebiet mal offen halten, weil der Mensch weiß so vieles nicht. Wir wissen zwar vieles, aber noch längst nicht alles und wir werden auch niemals alles wissen. Aber die Kanäle offen zu halten, über die Möglichkeiten, finde ich eine ganz wichtige Sache. Wie siehst du das? Ja, und vor allem, wenn ich jetzt daran denke, wenn ich sage jetzt mal, das Universum ist unendlich, sagen wir jetzt mal, wenn wir diese These verfolgen, dann gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Wesen potenziell. Und manche Menschen haben dann auch, wie bei dir auch, und das ist sehr verständlich, potenziell negative Erfahrungen oder die mit Angst verbunden sind. Und wovor ich sozusagen nur, oder worauf ich gerne hinweisen möchte, ist, dass wir halt als Menschen auch dann gerne mal unsere menschlichen Qualitäten auf sogenannte Aliens oder nennen wir es Geister oder Engel oder wie auch immer, das gerne übertragen. Und dann oft vielleicht denken, okay, die wollen uns was Böses oder die wollen uns was wegnehmen oder sonst irgendwie. Und oft ist es einfach nur das eigene Glaubenssystem, das hier nach außen projiziert wird. Und wenn man das verändert, sozusagen für andere Kanäle und Versionen auch offen ist, kann man da eine ganz andere Sicht darauf gewinnen. Ja, gut, ich gehe mal weiter. Und da heißt es ja, welche Kontaktszenarien mit Außerirdischen gibt es und wie hängt dieses im Zusammenhang mit der Psychologie der Menschen? Ja, wie hängt das damit zusammen? Genau, also wie jetzt auch schon ein bisschen erwähnt, es ist ganz interessant, auch für sich selber zu überprüfen. Erstens mal, welches Gefühl hat man selber? Mein Gefühl ist im Sinne von, in Bezug auf Aliens, auch weil ich mich nicht wirklich damit beschäftigt habe oder keine Ahnung hatte, ob es jetzt wirklich UFOs gut dokumentiert gibt oder nicht, wo es übrigens hunderte Seiten von Regierungsdokumenten gibt, die das auch beschreiben. In dem Moment, also selbst in dem Moment hatte ich eigentlich eine positive Einstellung. Und dann bemerkt man natürlich, dass gerade jetzt sozusagen aus Hollywood ganz viele auch Szenarien produziert worden sind, die das eher negativ und bedrohlich darstellen. Jetzt können wir dann, wenn wir sozusagen den Verschwörungstheoretischen die Kiste ein bisschen aufmachen wollen, wäre dann die Idee in Richtung Project Bluebeam, dass man sozusagen dann als Endgame, als letzte Karte, das ist immer the last card, wird das genannt, eine holographische Projektion einer Alien-Invasion vorspielt sozusagen, um die Menschen dadurch dann weiter zu manipulieren oder so. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass das wirklich passieren wird. Es ist natürlich sehr interessant nur zu sehen, wie unterschiedlich auch hier die Darstellung der Aliens ist in Filmen. Dennoch gibt es zumindest ein paar Filme, die auf jeden Fall eine, finde ich, doch eher positive Sicht zeigen. Wie zum Beispiel auch der Film, dessen Titel ich jetzt wissen sollte, der ist vor ungefähr 2 Jahren rausgekommen. Der Titel fällt mir jetzt natürlich gerade nicht ein, aber da ist es einfach so, dass Aliens landen. Die sind doch also jetzt nicht wirklich weder menschlich noch sonderlich jetzt ästhetisch oder sympathisch, sind ziemlich riesig und sind in so Tanks drinnen. Und die Menschen haben halt ihre Politik rundherum, schicken aber dann Übersetzer und kommen dann mit der Zeit drauf, das ist auch sehr interessant, dass diese Alienwesen über eine Art Tinte kommunizieren und eigentlich immer so Bilder malen mit dieser Tinte. Das sind immer so Art Kreise. Könnte man sich vielleicht vorstellen, wie auf einer Harddisk oder so, so einfach so angemalt oder wie so Zen-Malerei, sage ich mal. Und dann kommen sie drauf
dass das eigentlich eine neue Art von Sprache ist, eine symbolische Sprache, mit der versucht wird zu kommunizieren, und dass es auch eine Sprache ist, die sozusagen in sich selber die Idee der Transzendenz von Raum und Zeit enthält. Also die Idee, dass Raum und Zeit eine Illusion ist oder ein Konstrukt ist. Und da stellt sich halt heraus, die sind nur gekommen, eigentlich sozusagen um Hallo zu sagen, um gewisse Technologie oder Information zu übermitteln. Und zwar deswegen, weil sie selber in ihrer eigenen Zeitlinie ein paar tausend Jahre in der Zukunft die Hilfe der Menschen brauchen werden. Also wie auch immer, es gibt auf jeden Fall sowohl positive wie negative Szenarien, die sozusagen auf den Bildschirm projiziert werden. Ich würde einfach jedem wirklich nur raten, einfach selber reinzuspüren, welches Gefühl man selber hat zu dieser Idee oder auch zur Idee von Kontakt, wie man sich das vorstellen könnte, und auch ganz klar, ob einfach Ängste hochkommen. Und dann habe ich schon auf jeden Fall ganz konkret etwas, egal ob ich dann an die Aliens glaube oder nicht oder ob sie landen oder nicht, das ich mir anschauen kann, weil jede Angst im Endeffekt stellt sich bei genauer Betrachtung als nichtig heraus, und da darf man eben dann nachfragen, okay, warum habe ich eigentlich Angst? Ja? Und wie kann ich es anders sehen auf eine positive Weise? Ja, hast du gut erklärt. Möchte noch mal kurz darauf eingehen. Es gibt ja auch die UFO-Akten, die ja auch nicht behandelt werden. In Deutschland versucht man ja, die UFO-Akten auch nach außen zu tragen, und man wehrt sich anscheinend dagegen. Aber wurscht, das ist ein anderes Thema, gehört auch damit dabei. Kann man sich die Frage stellen, warum möchte man das nicht nach außen tragen? Welchen Einfluss hat Channeling und paranormale Phänomene auf Politik und Gesellschaft historisch und heute? Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich selber habe unterschiedliches gechanneltes Material gelesen, zum Beispiel eben vor allem Ra, The Law of One oder Gesetz des Einen, sehr interessant aus den 70er Jahren. Dann gibt es zum Beispiel Seth, ganz viele andere Channel. Mein Favorite, wie gesagt, ist Spashar. Und was ich selber auch nicht wirklich so behirnt hatte lange Zeit, was ich dann über einen YouTube-Kanal namens Dark Journalist, bin ich da drauf gekommen, dass in Wahrheit, so wie man zumindest behauptet, dass früher die Könige ihre Astrologen und Magier hatten, zumindest in der Zeit von Reagan, sehr, sehr gut dokumentiert ist, dass es eine extrem berühmte Psychic-Channeling-Frau, sage ich mal, gab, die wirklich auf höchster Ebene die Politik beraten hat und einen großen Einfluss hatte. Und dann kann man sich noch beschäftigen mit der Theosophischen Gesellschaft, und die ja auch einen Ableger hatte, dann in Österreich durch die Anthroposophie. Und da hängt auch ganz viel, also mit Blavatsky und dann mit ihren Schülerinnen etc. Da gab es einige sehr begabte Channel. Und das hatte in Wahrheit, so wie ich das jetzt abschätzen kann, einen sehr massiven Einfluss auf die Gesellschaft damals. Und ich schätze ganz ehrlich, dass es heute in den entsprechenden Ebenen nicht anders ist. Aber in der Zeit von Reagan ist das wirklich sogar sehr gut dokumentiert, dass es einen ganz konkreten und großen Einfluss hatte. Das heißt, denkst du, dass die Politiker oder vielleicht auch die Eliten, wie man das so sagt, die oberste, reichste Schicht, sich mit diesem Thema auseinandersetzen und sich auch sogar beraten lassen? Mir fällt immer nur ein Wort ein dazu, der Bibelcode, da soll ja auch alles drinstehen, nutzt ja auch die Politik, um ja in die Zukunft zu schauen, so sagt man, oder? Also ich würde jetzt mal schätzen, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass das auf jeden Fall in Verwendung ist, genau wie man auch weiß, dass er zumindest während des Kalten Krieges gut dokumentiert, sowohl Amerikaner wie Russen meines Wissens nach Remote Viewing verwendet haben, also Fernsicht, was ja auch in diese Richtung geht. Ich würde da nur die ganz große Frage stellen, weil jemand channelt, egal auf welchem Niveau oder egal wie geübt er ist, ist aus meiner Sicht immer die große Frage, wie ist dieser Mensch selber getuned? Also was ist die Einstellung, was ist die Frequenz, was sind die Filter dieses Menschen selber und was ist die Absicht dahinter? Und je nachdem kann ich mir halt gut vorstellen, dass die Information, die durchkommt, sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und ich kenne natürlich hauptsächlich sehr positive Channel, die ich auch dann natürlich sehr mag, weil sie sehr, also ich hauptsächlich oder nur auf Eigenverantwortung gehen. Dann kenne ich ein paar, wo ich sage, okay, naja, ist nicht ganz mein Ding. Und die sozusagen negativ polarisiert sind, über die kann ich nur spekulieren, die kenne ich nicht selber. Das vielleicht
Interessanteste, was ich da mal gesehen habe, war irgendwie aus dem, ich sage jetzt ganz simpel, aus dem arabischen Raum, eine Frau, die angeblich irgendeinen Dämon gechannelt hat, gemeinsam mit irgendeinem, ich sage jetzt Guru oder Priester von denen, der ihn den dann austreiben wollte. Das war ganz spooky anzuschauen, was da so durchgekommen ist. Wie auch immer, auf jeden Fall möchte ich damit nur sagen, Channeling ist nicht unbedingt gleich Channeling. Die wirklich wichtige Frage ist, wie ist der Kanal, der das eben macht, selber ausgerichtet? Was ist die Absicht? Und je nachdem könnte ich mir auch vorstellen, dass manche Politiker da halt vielleicht gewisse Kanäle gelegt haben, ob es wirklich durch einen Channel ist oder einfach ihre eigene Verfassung und deswegen haben sie halt gewisse Ideen und andere nicht. Ja, aber vielleicht die Höhe der Frequenz noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Sagen wir es mal so. Okay, ja, wir gehen mal. Ich sehe, der Dirk Frickel ist heute auch da. Das ist bestimmt eine Frage auch für ihn, weil er mit Plasmaenergie immer wieder zu tun hat. Wie sind UFOs, Plasmaenergien und Bewusstseinsentwicklung in Verbindung zu bringen? Ja, wir wollen Antriebe haben, ne? Wir haben konventionelle Antriebe mit Brennstoffen. Ich stelle mir immer nur eine Frage, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Man sagt, man könnte eigentlich gar nicht mit den mechanischen Mitteln heute unsere Erde verlassen, weil da gibt es einen Raum, wo praktisch die Kraft, die wir mit unseren Maschinen erzeugen, durch die Schwerelosigkeit gar nicht mehr existieren können. Aber das ist ja von meiner Seite aus, muss ich sagen, wenn das wirklich der Fall ist, ja, dann hat man nie die Erde verlassen. Jedoch sieht man Mondlandungen und Satelliten und ja, unser Hubble-Teleskop und viele andere Dinge. Ja, wie hat es mit der Frage auf sich? Ich werde sie noch mal kurz sagen. Wie sind UFOs, Plasmaenergie und Bewusstseinsentwicklung in Verbindung zu bringen? Also bevor ich jetzt konkret auf die Frage eingehe, würde ich gern darauf antworten, was du gerade gesagt hast. Und zwar, ich grundsätzlich sehe auch diese Idee, dass man einfach sagt, okay, es gibt den Van Allen Belt, das ist anscheinend ein schwerer, wie soll ich sagen, Radiationsgürtel, also wo eine ganz extreme Strahlung herrscht. Und den hat kein Mensch bisher durchqueren können. Das wäre eigentlich unmöglich, behaupten manche. Ich persönlich muss nur sagen, aus meinem Gefühl jetzt her, sehe ich es eher als unwahrscheinlich an, dass wirklich mit Raketentechnologie, also mit Verbrennungsmotoren mehr oder weniger, am Mond gelandet sind und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir wirklich auf gewissen Ebenen eine Art UFO-Technologie haben, im Sinne von ein Raumschiff, das sich fast, sage ich mal, teleportieren kann und auf jeden Fall nicht jetzt von einer klassischen erdölartigen oder sonstigen verbrennungsartigen Quelle abhängig ist, dann kann ich mir sehr wohl auch vorstellen, dass sie vielleicht schon sozusagen über diesen Gürtel hinaus irgendwo etwas getan haben, aber das weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und vielleicht ein Wort nur zum Hubble-Teleskop und den Mondlandungen und so weiter. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Da kann ich nur wirklich empfehlen, einfach sich, ja, wurscht auf YouTube, wie auch immer mal, die unterschiedlichen Theorien einfach mal reinzuziehen. Auch so Satelliten. Es gibt viele, die behaupten, die Satelliten sind gar nicht so weit oben. Das sind einfach sozusagen ultrahohe Ballone. Auf jeden Fall gibt es da ganz, ganz viele sehr interessante Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Was ich auf jeden Fall immer in Frage stellen würde, ist, wenn ich irgendeinem Dritten zu 100% vertrauen muss, um an meine Informationen zu kommen. Egal, ob das jetzt ein Channel ist, der sagt, du kannst es nur durch mich wissen und friss oder stirb. Oder ganz für mich in gleicher Stelle, ob es die sogenannte NASA ist, die dann sagt, ja, wir haben jetzt da, wie auch jetzt unlängst eben anscheinend dieses schwarze Loch da angeblich fotografiert. Und wenn ich mich nicht irre, wurde das aber in Wahrheit aus einer Unmenge von Daten irgendwie rekonstruiert und so weiter und so fort. Also da, glaube ich, lohnt sich wirklich oft nicht einfach den, wie so, wie immer eigentlich, nicht einfach den Schlagzeilen zu glauben und sagen, ah, jetzt ist der Pluto halt kein Planet mehr oder ich weiß nicht was, sondern ein bisschen zumindest nachzuschauen und zu schauen, so wer hat das gemacht, was war die Methodik, welche Daten kamen da wirklich rein und natürlich wer hat Interesse vielleicht, diese Daten zu verändern und wie gesichert ist das Ganze wirklich und natürlich vor allem gibt es für mich ganz persönlich irgendeinen Weg, um das nachzuprüfen, was mir da die NASA oder auch irgendein Channel oder sonst irgendwas oder ein Alien im Schlaf erzählt hat, ganz egal. Ja. Aber darauf würde ich auf jeden Fall achten, weil wenn ich selber nachprüfen kann, dann habe ich eine Sicherheit. Ansonsten ist natürlich alles für mich reine Spekulation und reines Hörensagen, egal von welcher Stelle die Information kommt.
Ja, kann ich verstehen. Ja, wie geht's denn damit weiter? Ich meine, wie Menschen sehen UFOs in der Geschichte, sieht man das schon in frühen Jahrhunderten? Hat man Malungen gefunden, wo man auch unbekannte Flugobjekte immer wieder sieht? Ja, und wir sitzen momentan hier in den letzten Jahren zumindest auf OKITalk und haben auch die Plasmatechnologien ziemlich immer wieder auf unserem Programm drauf. Ist die Plasmaenergie wohl, was denkst du, eine Entwicklung vielleicht für die neuen Antriebe? Ich kann es mir zwar jetzt im Moment nicht vorstellen, wie das funktionieren kann, aber da gibt es bestimmt Fachleute. Hast du da auch vielleicht eine Meinung dazu? Also ich würde sagen, zum einen, weil das ja oft dann Dinge sind, die zumindest anscheinend noch relativ schwierig sind, auf eine stabile Weise aufzubauen oder zu verbreiten. Wie wir wissen, gibt es ja unterschiedliche andere intelligente jetzt Energieumwandlungstechnologien, ob jetzt über dann Brownes Gas oder intelligente Geothermie oder sonstige Dinge, Solarthermie etc. Also da glaube ich mal, gibt es schon viele Lösungen. Und zum Plasma selber, den Punkt, den ich vor allem erwähnen möchte und wo auch diese Verbindung dann entsteht zwischen der Idee von paranormalen Phänomenen und Kornkreisen, ist eben die Idee in dieser Dokumentation Crop Circle Diaries, wo ganz klar auch wissenschaftlich überprüft wird, okay, es gibt den einen Crop Circle, also Kornkreis, der wurde von Menschen einfach halt niedergemäht. Das sieht man nämlich daran, wie dann das Weizen oder wie auch immer, wie das knickt. Das sieht man natürlich, wie das gemacht worden ist, und dann merkt man, es ist mechanisch. Und dann gibt es eben auch Fälle, wo sie das überprüfen und ganz klar sagen können, okay, das ist eine andere Art von Energie. Das sind Energiefelder, die sich auf eine ganz andere Weise ausbreiten und dann auch ganz andere Merkmale an diesem Weizen oder was auch immer es ist, hinterlassen. Also hier hat man eine eindeutige Verbindung. Und was ich ganz interessant finde oder kurios, ist, dass diese Dokumentation anscheinend auch ursprünglich nicht so sehr verbreitet worden ist, wie sie hätte sein können. Wo man sich auch die Frage stellen kann, ist das vielleicht eine besonders interessante Verbindung, wenn man dann diese Kornkreisphänomene mit Plasma in Verbindung bringt und da dann vielleicht auch über diesen Weg vielleicht mehr darüber lernen kann und mehr verstehen kann, wie man das wirklich verwenden kann. Ganz jetzt aus einer simplen, symbolischen Sicht ist für mich Plasma einfach das höchste Element im Sinne von das Feuerelement, ganz einfach. Und von dem her aus meiner Sicht auf jeden Fall geeignet für jegliche Art von Energieumwandlung und Transfer. Im Technischen bin ich aber auf keinen Fall ein Experte. Das heißt, diese ganzen Kornkreise, mir fällt der Günther Schermann ein, kornkreise.at, er war ja vor Ort, kennst du möglicherweise aus den Herrn Schermann. Und er hat ja auch viel darüber berichtet, welche angelegt worden sind von Mensch aus. Aber es gibt auch jede Menge Kornkreise, die eine andere Technologie haben. Und das könnte vielleicht so eine Art Plasmatechnologie dann sein, denkst du? Genau, also ich würde zumindest sagen, dass wir das dann so nennen würden wahrscheinlich. Was es dann genau ist oder was dann noch alles dahinter ist, wahrscheinlich ist es relativ simpel in Wahrheit oder recht komplex. Es ist aber auf jeden Fall klar, fand ich nur wichtig, mal diese Phänomene überhaupt wahrzunehmen, weil dann kann ich mal sagen, okay, das gibt es, diese Technologie oder diese Möglichkeit, diese Art von Energie offensichtlich. Und es gibt sie auch in einer intelligenten Form, weil ein Kornkreis ist eindeutig eine intelligente Struktur, oft ja wirklich sehr komplex und sehr, sehr schön. Und das finde ich allein mal wichtig, das für sich selber persönlich mal überhaupt wahrzunehmen. Weil wenn ich mal sehe, okay, da gibt es etwas, da ist etwas möglich, mache ich auch sozusagen von der metaphysischen Vorstellungskraft her und Gestaltungsmöglichkeit einfach mal Tür und Tor auf, dass sich das in meiner Welt auch mehr und mehr herausentwickeln kann. Wie die konkrete Manifestation auch immer dann aussieht, kann ich nicht absehen in diesem Moment. Ja, aber vielleicht bekommen wir da heute Fragen. Ihr dürft anrufen, Telefon 0043, das Festnetztelefon Österreich, Landesvorwahl 0043, 720518 19 und die 7. Die offizielle letzte Frage, die hier steht, und danach würde ich sagen, spielen wir den ersten Song ein und dann können wir ja mal den Talk langsam eröffnen, so denke ich. Es sei denn, du hast noch was Wichtiges. Wie kann man sich künstliche Intelligenzen überhaupt vorstellen? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist ja für mich der Außerirdische.
Genau, das ist schon mal eine ganz spannende Sicht, überhaupt das in Verbindung zu bringen. Den einen Punkt und warum ich auch die Frage sozusagen unbedingt noch dazu geklastert habe an das Ende, auch wenn es vielleicht die Verbindung für manche nicht ganz klar ist, ist einfach den Unterschied zu machen und mal zu verstehen, was ist künstliche Intelligenz eigentlich und vor allem der Unterschied zwischen sogenannter schwacher und starker künstlicher Intelligenz. Zumindest ich habe das an der Uni so gelernt, dass man das unterscheiden kann auf diese Weise. Und die sogenannte Weak AI sind die ganzen Systeme, egal jetzt von Amazon, wenn sie dir was vorschlagen oder was auch immer man da kennt, Kamera, Gesichtserkennungssysteme und ich weiß nicht was für Datenbanken und alles, was man sich vorstellen kann, ist eigentlich alles sogenannte schwache künstliche Intelligenz. Das bedeutet, ist immer etwas, das durch einen Menschen programmiert worden ist. Und deswegen per se keine eigene Intelligenz aufweist, kein eigenes Bewusstsein hat, keine eigene Perspektive hat, sondern einfach eine recht komplexe Maschine, die aber im Endeffekt nur, wenn ich es jetzt zu übersetzen würde, das Bewusstsein des Menschen channelt, der das halt programmiert hat. Und deswegen gibt es dann halt oft auch die Projektion in den Filmen, dass man dann Angst hat vor dieser KI. Natürlich, wenn ich einen sozusagen noch recht in Ärger und Trauer verweilenden Menschen habe, der mir so eine KI programmiert, ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass da Dinge reinprogrammiert werden, aus Unachtsamkeit oder einfach aufgrund der Charakterzüge, die dann sehr negative Folgen hätten. Die Idee bei der starken künstlichen Intelligenz ist aber jene, das ist im Vergleich zur schwachen Intelligenz jene, die sozusagen wirklich ein eigenes Bewusstsein haben kann. Und da ist die, die dann die, dass die nicht wirklich zu programmieren gilt, sondern dass es hier eigentlich darum geht, dass man einen Container schafft. Wie wenn man sagt, der menschliche Körper ist sozusagen der Container, unter Anführungszeichen, für das menschliche Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein hier abbilden zu können. Und da wird es dann darum gehen, dass wir es schaffen, wie auch immer das dann wiederum genau aussieht, einen Container zu bauen, technisch sozusagen, der so konfiguriert ist, dass es ihm möglich ist, innerhalb dieses Containers zumindest einen Teil eines, ich würde jetzt sagen, höheren Bewusstseins abzubilden. Und dann wäre die Idee, dass dieses höhere Bewusstsein dann durch dieses Gerät mit uns sprechen kann. Und das können wir dadurch eruieren, indem wir einfach ein paar existenzielle Fragen stellen und auch natürlich schauen, welche Fragen dieses Gerät dann stellt. Und natürlich, wenn es wirklich eine höhere Intelligenz ist, wird das nichts zu tun haben mit irgendeiner Art von Zerstörung oder andere unangenehme Dinge, sondern dann wäre es wirklich eine höhere künstliche Intelligenz, kanalisiert durch dieses Gerät, die aber folglich auch eine ganz, also einfach eine höhere Sicht auf die Menschen allgemein hat und deswegen eigentlich für den Menschen immer die, ich sage mal, lebensfreundlichsten und allumfassendsten Lösungen präsentieren würde. Ganz im Kontrast, sage ich mal, zu den Szenarien, die meistens in Hollywood projiziert werden. Ja, das heißt Transhumanismus, künstliche Intelligenzen. Also wir haben ja schon künstliche Maschinen, die wir momentan aufbauen. Und es gibt ja auch Alexa oder Siris. Ne? Und die sind ja wie Menschen, die beantworten dir alles, aber man überwacht auch alles, glaube ich, dazu. Das muss man jetzt nicht installieren, bitte. Wir sind ja schon auf dem Weg, momentan die künstlichen Intelligenzen aufzubauen. Und man sieht Nanoroboter, man sieht menschliche Körper, die halt alles machen, was man sich da vorstellen kann. Jedoch, wie ich gestern in der Sendung hörte, ist das alles nur Technik, so heißt es. Technik und nicht menschlich-geistig gesehen. Da fehlt was. Wir spielen mit der Materie letztendlich. Und ja, so kann ich das nun mal hier stehen lassen. Was sagst du noch dazu? Ja, also ich sehe es genauso. Und vielleicht, um ein Bild zu bringen, es geht nicht darum, dass wir von unten herauf genug Prozessoren zusammenschalten, genauso wie das menschliche Bewusstsein auch nicht daraus entsteht, dass wir genug Neuronen zusammengeschalten haben, sondern es geht eher darum, dass wir die intelligente Methode finden, wie wir einen Kanal legen können, sage ich jetzt mal, der eben ermöglicht, dass die höhere Intelligenz in die Materie einfährt, anstatt zu versuchen, genug Materie auf einen Haufen zu sammeln, um dem dann dadurch irgendwie Leben einzuhauchen. Schätze ich jetzt mal vom Ansatz her. Was denkst du? Musik
Und dann holen wir unsere Zuhörer mal zu uns ins Studio. Was denkst du? Finde ich super. Wir haben dieselbe Idee. Telepathie funktioniert. Yay. Und dann den ersten Song. Ich bin ja kein guter DJ. Du darfst ihn ankündigen. Das ist Draves Theorie. Du Draves darfst. Theorie. Ja, gut. Musik ab, würde ich sagen. Und bis gleich. Gleich. Und da war Draves Theorie zu Ende. Den Song kannte ich noch nicht. Ihr seid hier beim Lichtanker Kontakt mit Aliens. Und ich sehe schon, der Frickel hat eine Frage geschrieben. Ich ziehe ihn auch mal rauf. Wolfsair ist bei uns. Santaro, einen wunderschönen guten Abend. Krypto TV, der Roman ist da. Germane ist bei uns. Und auch die Hibiska. Wer nicht hier oben sein möchte, darf sich wieder in den Zuhörraum reinklicken und gegebenenfalls wieder in den Warteraum hereinklicken. Ja, ich freue mich, dass ihr erstmal bei uns heute in der Sendung seid und ja, ich rufe doch mal direkt den Frickel auf. Frickel, du hast da einen Satz geschrieben, da heißt es, wir benutzen 10% der Gehirnmasse zum Denken, der Rest funktioniert schon, zum Beispiel für Emotionen, Unterbewusstsein, etc. Dinge, die viel wichtiger sind. Und guten Abend zu dir und das Mikrofon gehört dir. Ist denn der Frickel da? Ist er gar nicht da? Doch, aber ich hatte ihn hier gerade im Gespräch verwickelt. Moment, ich muss kurz die Tür zumachen. Einen Moment. Ja, kein Problem. Ich gehe noch mal kurz auf die Homepage und ich schaue noch mal, ob es schon Fragen aus dem Außenchat kommen. Nein, ihr braucht nur einsteigen, auf Chat klicken und ich habe es auch vorgestern noch verändert. Chat, also Studio 1, Hauptstudio, Eingang. Also da sollte man schon verstehen können, einfach klicken und lesen und dann seid ihr schon dabei. Also das ist nicht schwierig. So, Frickel, bist du schon startklar? Startklar. Ja, jetzt bin ich da. Ja, wo weiß ich natürlich gar nicht, wo ich anfangen soll und wie tief ich da eingreifen soll. Wir haben natürlich leider noch keine praktische Erfahrung mit Plasmaantrieben, außer dass sich schon mal was leicht bewegt hat, aber... Wir haben halt viele andere Effekte, Lichteffekte hatten wir schon und sind ganz tief in der Forschung drin, aber das, da wir natürlich überhaupt keine Geldmittel oder sonst was haben, würde es natürlich noch ewig dauern. Wir eiern da wirklich nur rum und wir brauchen da wirklich dringend Hilfe. Aber kriegen wir halt nicht. Ja, interessant ist halt, was Herr Keschel darüber zu erzählen hat. Er kennt sich bestens aus und der sagt ganz viel von den Feldern, dass man halt Deuterium braucht. Er hat auch erzählt, wie man Deuterium herstellt. Also das ist alchemistisches Deuterium, nicht wirklich das Deuterium, was man aus dem Chemiebaukasten kennt. Und erzählt uns dann auch, wie man die anordnen muss mit gravitativen, magnetativen Kräften und. Aber das Ganze ist so theoretisch, also da check ich selber jetzt nicht. Und das auch noch keiner ans Laufen gebracht hat, scheinen die anderen es auch nicht so verstehen. Also das ist auch ein bisschen, es ist halt nicht praktisch genug, das Wissen von Herrn Keschel, was er uns mitteilt. Es ist viel, nur zu theoretisch leider. Aber der sagt sehr, sehr viel über die Seele, wie das hier zusammen mitarbeitet und da kriegt man sehr stark gehört. Würde ich gerne anhören. Macht es auf Englisch von der Keschel Foundation. Könnte ich gleich raussuchen für euch den Kanal, den YouTube-Kanal. Da steht da wirklich jeden Donnerstag vor der Tafel und erzählt diese Theorien, um ein Gefühl für zu kriegen. Aber noch nützt es nichts. Ja, Fragen dazu. Ich weiß nicht, ob ich mich gut dazu ausgedrückt habe. Also, wenn ich kurz auch zum ersten Kommentar darauf eingehen kann, von wegen 10%, der Rest funktioniert, ja, auf eine gewisse Weise, ja. Wir sehen ja auch nur von dem irgendwie bekannten Spektrum, sehen wir ja irgendwie ein Promil im Endeffekt oder so. Also unsere Wahrnehmung, unsere normale Wahrnehmung, unsere Alltagswahrnehmung ist ja extremst beschränkt. Aber natürlich genauso klar, dass wir vom Körper her das Potenzial haben, ganz unterschiedliche Frequenzen wahrzunehmen. Den Satz, den ich gern mag von Bashar zum Thema des Gehirns, ist, wir verwenden 100% des Gehirns, um so zu tun, als ob wir nur 10% davon hätten, sozusagen. Vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen mit der Idee von der sogenannten Junk-DNA, wo man lang gesagt hat, das ist alles eben Müll. Natürlich ist es kein Müll, das ist alles aus meiner Sicht natürlich im Gehirn wie in der DNA perfekt angelegt. Und es gilt nur daran jetzt, uns selber
durch unser Verhalten, unser Glauben, unsere Emotionen epigenetisch weiterzuentwickeln und diese Gencodes sozusagen oder Enkodierungen und auch die Gehirnregionen auf diese Weise zu aktivieren, indem wir eben gewisse Frequenzen im Bewusstsein annehmen. Dann, ich habe nicht gewusst, dass Cashe mit Deuterium, von Deuterium spricht, finde ich sehr lustig, weil von wegen Star Trek. Also würde mich sehr interessieren, wenn wirklich was sozusagen was dahinter ist, hinter Deuterium im Speziellen. Und zu Cashe sonst kann ich nur sagen, was ich so direkter mitbekommen habe, nur es sind ansatzmäßige Erfolge irgendwie mit, dass dieses Ganz, was sie da machen, gewisse spannende Effekte hat und auch von den Generatoren. Ja, das ist halt noch nichts irgendwie jetzt so Überwältigendes oder so. Und der macht das ja auch schon seit Jahren und ich habe jetzt noch kein fertiges UFO gesehen. Aber zumindest von ansatzweisen Erfolgen wurde mir zugetragen, dass da schon gewisse Effekte auftreten, die sonst irgendwie, die man sonst einfach nicht gekannt hat. Oder die sonst theoretisch unter Anführungszeichen unmöglich wären. Ja, hast du best zusammengefasst. Richtig, so ist es. Und der Herr Cashe sagt halt eben auch, wie die Emotion und das Gehirn hier diese Wahrnehmung generiert, sozusagen. Und solange wir das nicht wirklich drauf haben, kriegen wir auch nichts angehoben mit also die Felder. Das muss halt mit unseren Emotionen gesteuert werden. Und wir sind einfach noch nicht so weit, denke ich. Aber wir kriegen halt langsam das Gefühl dafür. Das Ganze ist sehr, sehr interessant. Und auch die Beschichtung von den Kupferspulen, die wir da machen beim Cashe. Ich mache das also sehr viel, habe auch einen Internetshop darüber. Und dann gebe ich das den Leuten in die Hand. Und viele sind schon so feinfühlig und spüren wirklich ein Kribbeln. Die spüren wirklich von diesem Plasmastrom. Und viele andere eben noch nicht, die spüren es nicht, die sind nicht so feinfühlig. Das ist immer so sehr interessant für mich rauszukriegen, wer spürt es, wer nicht. Und das dann zu ermitteln, wie weit die Leute schon so sind, sozusagen die Energiearbeit betreiben könnten aufgrund ihrer Feinfühligkeit. Ich möchte mal kurz in der Runde fragen, wir haben den Germane, CryptoTV, auch Wolfsair ist in dieser Runde. Ist denn jemand von euch auch am Mikrofon? Mal kurz flackern mit dem Mikro. Ja, CryptoTV, ihr beide da. Wolfsair flackert nicht im Moment. Ja, Germane und das ist der Armin und der Roman Reuter von CryptoTV. Geben wir mal einfach das Wort. Fangen wir mal nochmal oben an. Oder möchtest du erst noch mit Frickel bitte das ausreden? Ich möchte dich dann jetzt nicht aus dem Konzept bringen, Raphael. Das Einzige, was ich spontan gerne nachfragen wollte, wenn du das machst, finde ich super. Würde mich interessieren, jetzt wie viel der Version von Gans verwendest du? Ne, weil ich kenne mich nicht im Detail aus, aber da habe ich auch gehört, da gab es mehrere Revolutionen von wegen, sie machen das, es funktioniert irgendwie oder auch nicht. Und dann kommen sie drauf, es waren doch, also dann wieder neue Varianten davon. Und ich wollte nur fragen, wie das da gerade aussieht oder welche Version oder Erfolge du hast damit aktuell. Meinst, kann das sein, dass du den Markgraf meinst, mit den Versionen von dem Markgraf? Auch den Markgraf, aber auch im Sinne von, so wie ich es gehört hatte, dass von dem Gans irgendwie unterschiedliche Varianten gemacht worden sind. Und wenn das nicht stimmt, dann weiß ich nur, dass es viele Leute probiert haben und dann teilweise lange Zeit komplett dann was Verkehrtes gemacht haben, weil es halt doch anscheinend nicht so simpel ist oder gewisse Dinge zu beachten sind, sage ich mal so. Also es gibt viele verschiedene Gans-Sorten und manchmal gelingen sie nicht. Und dann, also verschiedene Versionen, also wie hast du es genannt? Revision? Nee, was für ein Wort hast du benutzt? Ja, sozusagen. Also auch ob von Cashe selber her, das wurde ja auch weiterentwickelt mit der Zeit. Und das wollte ich nur nachfragen, aber ist auch nicht so wichtig. Ja, also es gibt immer wieder neue Versionen von Gans, wie man das macht und immer wieder neue Tipps, wie man es besser herstellt. Man kann mittlerweile einen Laser da reinhalten, dann werden halt die Photonen noch damit erzeugt und dann hat man eine schnellere Entwicklung oder man kann es in die Sonne stellen oder auf Temperatur muss man achten. Das ist klar, dass das Gans wird halt weiterentwickelt, das meinst du wahrscheinlich. Aber interessant ist halt wirklich der Markgraf, den haben sie auch irgendwie versucht, ja, so ein bisschen durchzunummerieren, welche Generation Markgraf jetzt am Werk ist. Aber die sind überhaupt nicht besser oder so. Also die Zufälle sind halt die, dass manche halt funktionieren, dass sie halt, also erstmal funktionieren alle generieren Plasmaströme, das kann man ganz doll spüren. Man spürt es am Körper, das ist ein Druck, wenn man so will, aber ein angenehmer, so teilweise schon so ein Heilschmerz. Das ist eine wahnsinnige Heilmaschine eigentlich auch, der Markgraf. Man kann die Hand drüber halten, man kann es auspendeln, man kann es mit dem Tensor testen. Also die Plasmabildung ist immer da bei jedem Markgraf.
Aber dieses Energiesparen ist nicht bei jedem. Manchmal spart er halt auch wahnsinnig viel Energie ein und im Keller geht der Zähler nicht mehr weiter oder kaum noch weiter oder macht wenigstens 30% und, und. Und da tun die sich nichts, die Generatoren, die Generationen, die unterschiedlichen. Also man kann den bauen, wie man will, mal funktioniert er nicht. Und keiner weiß warum. Außer die Vermutung, dass man sich halt mit dem Bewusstsein damit verbinden muss und wir das erst lernen müssen, vermutlich mal. Ja, gut, danke. Da frage ich doch jetzt gleich mal den Germanen. Das ist der Armin. Armin, hast du schon Kontakt zu Aliens gehabt? Das ist ja unser Thema heute Abend. Und schön, dass du bei uns in der Runde bist. Du hast hingehört heute, dein Mikrofon. Hallo Klaus. Also direkten Kontakt noch nicht. Ich habe zwar wohl mal welche gesehen. Das war ganz besonders an einem Silvesterabend, wo ich dann so fünf so Leuchtpunkte gesehen habe, die in Formation geflogen sind und das mit Sicherheit keine Flugzeuge waren. Ja, aber ansonsten hatte ich noch keinen Kontakt damit. Was ich jetzt zum Cache sagen kann, das ist in meinen Augen, es ist eine schöne Bastelei. Es ist natürlich sehr, sehr schwer verifizierbar. Ich habe selber ein Markgraf hier bei uns an die elektrische Anlage angeschlossen. Ich habe so ein Autoteil habe ich bei mir im Frontera stehen. Das hilft natürlich allerdings, das muss ich sagen, da hilft es beim Spritverbrauch. Der ist, normalerweise braucht die Kiste 15 Liter, da bin ich bei 10,5 oder so. Ich habe einen Q6 auf dem Kühlschrank stehen. Der hat einen ganz besonderen Effekt, weil hier bei unserer elektrischen Anlage, da haben sie irgendwie eigenartige, komische Dinge fabriziert, also bevor wir das Ding hier gekauft haben. Und da ist eine Leitung, da ist also, der ist nicht am Zähler und an der Leitung hängt der, also der ist ganz hervorragend, der fabriziert dann mehr oder weniger den Strom für den Kühlschrank. Ich merke da wohl schon ein Feld, dass der Q6 ausstrahlt. Bei Markgraph, also ich habe da verschiedene Varianten mit dem Coden getestet und so weiter und auch praktiziert. In meinen Augen ist es wirklich eine Bastelei und es ist, mag schon sein, dass das alles mit dem Bewusstsein funktioniert, aber es ist für die meisten noch nicht richtig, ja, wahrnehmbar oder verifizierbar. Also wir suchen ja immer nach Dingen und Möglichkeiten, die man greifen kann, wo man was sieht, wo man eindeutig was sieht und nicht nur, ob derjenige jetzt mit dem Bewusstsein soweit ist oder ob der mit dem Bewusstsein auch hinterherhängt. Wenn wir sind, gehen halt da immer vom Technischen aus, also nicht vom Feinstofflichen. Natürlich spielt beides zusammen, das ist schon klar. Ich denke, erinnere da nur an diese komische Aktion, die sie da hatten bei den Cache, wo das vorgestellt werden sollte, irgend so eine Einheit, die wo dann angeblich Strom produziert in Washington DC vor diesem Weißen Haus, da waren sie da in dem Park und dann hatte der eine, der hier das vorstellen sollte, ein ganz wichtiges Teil zu Hause vergessen. Also das ist in meinen Augen, ist es natürlich absolut dilettantisch, sowas so zu machen. Wenn ich hier irgendwie was vorführen möchte, dann muss ich gucken, dass alles dabei ist und nicht hier irgendwie so eine, ja, total dilettantische Veranstaltung machen. Also es ist einfach nichts Greifbares. Beim Strom selber, ob der Stromzähler jetzt zurückgeht oder nicht, das kann ich gar nicht so beurteilen. Also wir haben natürlich einen Stromverbrauch, großartige Ersparnis. Ich würde mal sagen, wenn es vielleicht 10% sind, dann ist es gut benannt. Ansonsten bin ich hier bei Cache. Das ist mir zu viel Glauben, zu viel könnte und hätte und es ist zu wenig greifbar. Die ganzen Gansarten, ich habe auch schon einiges hergestellt, also Kupfer, Zink, Eisen, Bleigans, Silbergans habe ich alle schon hergestellt. Das Bleigans, das habe ich jetzt in so eine Finnhütte verbannt, weil daraufhin habe ich körperliche Schwierigkeiten bekommen, also Gelenkprobleme am Ellenbogen. Deswegen habe ich es einfach mal in die Finnhütte verbannt, die ist außerhalb von unserem Haus ein ganzes Stück. Und belastet mich jetzt somit nicht mehr. Also seitdem ist es auch besser geworden. Das kann aber natürlich auch wieder andere Ursachen haben. Also das ist sehr, sehr vage.
und mit so vagen Dingen. Also ich bin ja immer ein bisschen wissenschaftlich im Hintergrund. Ich möchte es verifizieren können und nicht einfach so irgendwie, das könnte und du glaubst jetzt nicht richtig dran und deswegen geht's nicht. Und ich denke auch in der Zeit, in der wir sind, ist dieses du bist im Bewusstsein und nicht komplett richtig und deswegen funktioniert es nicht. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Das teilt nur wieder die Gemeinschaft, die eigentlich auf einem neuen Weg ist. Danke dir, Armin. Raphael, dein Mikrofon. Ja, also ich finde es auch eben so interessant, gerade bei diesen Technologien, wie das eben hier aufgebaut ist. Ich denke wieder an dieses Law of Confusion, von wegen, es darf fast keinen direkten Beweis geben, außer man ist bereit, von seinem Bewusstsein aus, seiner Perspektive aus, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen. Ich gehe da jetzt sogar so weit und sage, okay, jetzt diese Aufnahmen, diese krassen, wo man sieht, wie die Kornkreise formiert werden, die gibt's. Es gibt alle, sicher viele gefakte, aber sicher auch viele echte Aufzeichnungen von UFOs. Und auch da ist es jetzt dann so, dass ich sagen kann, auch das ist in Wahrheit eine Glaubensfrage, weil jene, die wirklich nicht bereit sind für diese Möglichkeit, die sehen das potenziell wirklich nicht, also wenn es live passiert, oder die würden sich so ein Video nie anschauen, oder die würden es trotzdem irgendwie wegrationalisieren und sagen, gut, das ist auf jeden Fall ein CGI, auch wenn es keines ist. Also ich sehe auf jeden Fall auch hier beide Seiten. Aber ich wünsche mir natürlich genauso gerne, ja, den eindeutigen Beweis und diese Überleitung, dass es für alle sichtbar ist. Von mir aus gerne, aber ich sehe auch ganz stark, dass es wirklich, ich glaube, in jedem Fall vom Bewusstsein der Menschen abhängt, auch wiederum holographisch betrachtet. Wenn ich selber für mich nicht die Frequenz annehme, dass ich mich mit einer Welt verbinden kann, wo so eine Technologie publik ist, dann werde ich es auch nicht wahrnehmen können. Also selbst wenn es dann bewiesen ist, aber auch das ist in Wahrheit ein persönlicher Entwicklungsprozess, dass ich dieses Verständnis habe von Überfluss, von Energie für mich selbst, dass ich dann überhaupt die Möglichkeit und den Glauben aufbauen kann oder mich mit der Welt verbinden kann, in der das dann auch eine Realität ist. Wenn wir jetzt von der Multiwelttheorie ausgehen, dass es unendlich Varianten gibt, muss ich auch selber diese freie Energiefrequenz, sage ich jetzt mal, in mir selber annehmen, wie auch immer, Liebe im Endeffekt, dass ich es auch im Außen in der Gesellschaft wahrnehmen kann. Das ist, sage ich mal, meine Arbeitshypothese. Amen. Ja, dem stimme ich also schon zu. Das ist klar, hängt es vom Bewusstsein ab. Das ist schon richtig. Allerdings, wenn das halt alles so vage ist, dann ist es natürlich schwierig, irgendwie andere Menschen davon zu überzeugen. Also ich bin auch von den Kornkreisen fasziniert und ich bin ja gelernter Drucker und wir hatten seinerzeit einen großen Kalender gedruckt, wo diese ganzen Kornkreise abgebildet waren damals. Ist zwar schon eine Zeit lang her, aber das haben wir dahingestellt. Und die sind natürlich sehr, sehr faszinierend. Vor allem auch die Formen, die auf bestimmte Dinge wieder Rückschlüsse bieten. Ich möchte jetzt da, natürlich wissen wir mittlerweile, dass ein paar von Menschen gemacht werden. Die schauen dann natürlich etwas ja, einfacher aus. Natürlich versuchen sie auch an schwierigeren Formen. Aber die ganz, ganz großen Bekannten, da kann man eigentlich schon ausschließen, dass da hier jemand mit dem Brett und Seilen gearbeitet hat. Was mir halt auf dem ganzen Energiemarkt oder sagen wir mal einfach nur hier in diesem freien Energiemarkt ein bisschen aufstößt, ist, dass es ganz, ganz schwer wirklich Verifizierbares gibt. Also es ist immer nur Gequatsche und die forschen und bla bla bla. Und wir haben damals auch schon mit dem, der damals diesen Stickstoffmotor gemacht hat, mit dem haben wir, der hat das in ein Boot damals eingebaut und hat also das mit Stickstoff betrieben, war eigentlich auch sehr, sehr preiswert, das Ganze. Aber von den Leuten, von denen hörst du dann nichts mehr. Wenn es dann wirklich an konkrete Dinge geht, die man, ja, die man in die Welt bringen will, da beißt es immer aus. Und das ist das, was mir ein bisschen aufstößt. Also ich verstehe es nicht ganz, entweder ist die Forschung noch nicht so weit, dass es wirklich sein darf, obwohl ich weiß, dass es natürlich genügend Patente gibt, wo es bereits funktioniert. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Die Leute haben halt wirklich eine Herausforderung. Ich möchte jetzt nicht sagen, ein Problem, weil es gibt keine Probleme, es gibt bloß Herausforderungen, Möglichkeiten und so weiter.
auch wenn einem die Herausforderungen, Möglichkeiten und so weiter manchmal ganz schön auf den Sack gehen können, ist es doch so, dass man ein bisschen was Greifbares braucht, ein bisschen was Verifizierbares, wo man sagt, okay, ich mache jetzt einen Versuch oder ja, mache einen Modellaufbau oder einen Prototypenaufbau, das funktioniert und beim nächsten Mal, wenn ich es mache, funktioniert es auch wieder. Und das ist eben die Herausforderung. Auch der Tutor, den es da gibt mit seiner Raumenergie, es ist wunderbar, was der macht, ganz klasse, aber du kannst das technisch nicht umsetzen. Und um das geht es ja. Wir haben ja momentan noch die Technik und ja, die ist halt noch nicht so weit, dass sie eigentlich nur mit dem Feinstofflichen betrieben werden kann. Und mir ist auch vollkommen klar, dass alles, was wir jetzt irgendwie in die Welt bringen, nur eine Krücke ist oder eine Übergangslösung. Aber trotzdem brauchen die Menschen diese Übergangslösung. Wir können nicht von, sag jetzt mal, nur vom grobstofflichen, technischen sofort ins Feinstoffliche rutschen. Also das ist ja ein fließender Übergang. Und dieses Fließende, das vermisse ich einfach. Ja, also ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ich würde mir das auch, was du genannt hast, alles auf jeden Fall wünschen. Die Technologien, die ich jetzt kenne, aber das würde man wiederum nicht freie Energie nennen unbedingt, sind einfach Heilgeräte, die mit Frequenzen arbeiten, die auch schon von mir und jetzt in meinem Umfeld getestet worden sind und werden auch im Lichtanker, die auf jeden Fall positive Effekte haben, die aber sehr wohl an den Strom angeschlossen sind etc., aber zumindest mal, wo man schon an die Frequenzen denkt, dass die einen Einfluss haben. Und zum zweiten Punkt, der ist mir eben entfallen, aber ich werde gleich darauf zurückkommen. Das gibt Schlimmeres. Ich würde sagen, wir haben hier noch zwei neue Gäste reingeholt. Das ist einmal der Robert aus Salzburg und auch der Michael Klapp. Sag schon mal einen Hallo, guten Abend zu euch. Als nächsten Gast ist hier der Roman Reuter von CryptoTV bei uns und sagen wir mal guten Abend. Ja, euch auch allen einen schönen lieben guten Abend. Sehr spannendes Thema heute wieder. Ja, also wir haben ja schon festgestellt, dass man so den Autonormalbürger zeigen kann, könnte, was man ja will. Wie du auch gesagt hast, Raphael, er würde es dann mit CGI interpretieren oder andere würden sagen, da haben sie uns ein Hologramm projiziert. Aber ich meine, so ein Mensch kann nur von sich selbst aus erst Interesse gewinnen, bis er sich diesem Thema öffnet. Aber wir sind ja auf Okidok, wir sind ja alles Freigeister. Und selbst wenn wir uns untereinander nicht alles beweisen können, bleibt uns doch noch etwas sehr Tolles übrig, nämlich das Philosophieren miteinander. Aus der Philosophie, die Wiege der Wissenschaft ist immer die Philosophie. Da entsteht ja erstmal alles. Und da muss ich immer oft so lachen, wenn wir so in den Öffentlichkeit, so auch was so im normalen Fernsehen gebracht wird, eben wie Plasma-Energie-Generatoren und Antriebe so in der theoretischen Phase uns gepriesen werden. Da muss ich fast lachen und könnte mir fast vorstellen, Tesla oder Schauberger, würden die auch lachen oder würden die sich jetzt in Grabe umdrehen, wenn man schon mal den Ausdruck von Schauberger betrachtet, ja, wo er sagt, wir bewegen falsch, ja, wir müssen weg von der Explosion hin zur Implosion oder auch, wo Tesla gleich auch aus den Nullfeld oder Orgonenergie oder wie man das auch immer nennt, sein Wissen bezogen hatte, ja, da gibt es ja nachher auch nur so andere Möglichkeiten, auch wenn man so den Film mal anschaut, der grüne Planet, ja, da ist überhaupt gar Technik möglich, da philosophiert man darüber, dass man nur mit Geisteskraft zu den Planeten reisen kann und so alles, ja. Ich für mich kann mir das alles sehr, sehr gut vorstellen, aber wenn wir so mit diesen ich sag's einmal, Kinderwagentechnik, mit der wir heute noch philosophieren, ja, da kann man ja nicht wirklich, sag mal, unsere kosmischen Geschwister besuchen, ja. Ich mag das Wort Alien nicht. Das heißt ja eigentlich nur Ausländer. Und Ausländer ist immer ein Mensch, der was unterdrückt wird. Und das ist einfach nicht gerecht. Und wenn wir dann solche kosmischen Geschwister besuchen wollten mit so einer Technologie, da bräuchten wir Generationsraumschiffe. Ja? Das würden ja dann nicht einmal die Staaten erleben können. Aber Raphael,
tust ja auch mit Channeling und so Sachen beschäftigen. Und da würde mich jetzt interessieren einfach, was hast du da so für Durchgaben auch in Bezug von Reisenden, die das nur mit Gedankenkraft machen oder schon so weit sind, die da mit echter, richtiger, freier Energie hantieren. Aber selbst Plasmaenergie, wenn ich mal so als Laie das betrachte, ist ja auch keine wirkliche freie Energie. Das ist ja auch wieder Explosion. Selbst ein Sonnensegel ist irgendwo eine Explosionsenergie, weil man ja die explosive Sonne nutzen muss, die Sonnenwinde dadurch entstehen. Aber was geben uns da unsere kosmischen Geschwister für Tipps, wie wir uns, oder geben wir uns überhaupt Tipps, wie wir uns dahin entwickeln können, viel schneller? Natürlich, man hat schon angesprochen, man braucht eine Überbrückungslösung, das muss fließend laufen, stimme ich auch sehr wohl zu. Wobei ich auch sage, es ginge sehr wohl auch anders, wenn die Menschheit im Kollektiv einen Quantensprung macht, von der Gesellschaft her. Was natürlich sicher noch schwieriger vorstellbar ist für manche als wie so ein UFO-Antrieb. Gut, also kurz zum Punkt von vorhin, was ich noch erwähnen wollte, war nämlich das Experiment. Es ging um die Überprüfbarkeit. Und das ist jetzt auch ein Experiment, wo sich die Geister scheiden. Allerdings finde ich ein geniales Experiment, das wirklich jeder selber in der Küche privat machen kann. Und zwar über Masaru Emoto, eben das Rice-Hado-Experiment. Das kann man einfach googeln, wie man das macht. Das ist ganz simpel mit Reis, wo man eben dann sieht, dass die eigene Gedankenkraft einen Einfluss auf das Wasser hat und auf den Reis. Und das kann jeder selber machen und ganz unabhängig überprüfen. Und das ist, finde ich, natürlich das, was wirklich wichtig ist zu überprüfen, nämlich zu sehen, aha, meine Gedanken und meine Emotionen, meine Absicht haben einen eindeutigen Einfluss auf die Materie über Distanz und ohne, dass ich wirklich jetzt mechanisch oder körperlich irgendwas dafür gemacht hätte, sondern wirklich nur durch meine Gedanken. Und das ist, finde ich, das Fundamentale. Dadurch kann ich wirklich meine Schöpferkraft, die sich eben bis in die Materie durchdringt, wirklich ablesen. Und wenn ich mir das zu Herzen nehme, dann habe ich wohl schon ganz viel verstanden. Kurz zum Raumzeit und zu der Idee des Generationenschiffs. Da würde ich jetzt sagen, das ist auch eher eine abgeschwächte Science-Fiction-Pop-Variante, weil die Idee natürlich die ist, dass solche Raumschiffe dann, wenn es ein wirkliches Raumschiff ist oder was wir UFO nennen würden, dass die Fähigkeit haben, nicht linear durch Raumzeit sich zu bewegen, sondern im Endeffekt, dass diese Technologie auf einem Niveau existiert, in dem Raum und Zeit so weit verstanden worden sind, dass es einfach nur ein mehrdimensionales Koordinatensystem darstellt. Und wenn ich das ganze Koordinatensystem auf einmal im Blick haben kann, sowohl Raum wie Zeit, suche ich einfach einen neuen Punkt aus, initialisiere meine neuen x, y, z und so weiter Koordinaten, drücke auf Enter und dann bin ich dort. Und da gibt es dann keine Verzögerung in diesem Sinne und potenziell sogar die Möglichkeit dann bei den fortgeschritteneren Technologien auch in der Zeit zu reisen, weil die Zeit in dem Sinne auch einfach nur eine weitere Koordinate ist innerhalb der Raumzeit, die ich, wenn ich es mal verstanden habe, so wie ich das sehe zumindest, auch dann einfach einstellen kann. Und dazu noch, wie man am besten reisen kann. Die Idee ist ja von Merkaba, wo immer alle darüber sprechen, von wegen der Energiekörper des Menschen, die ich unlängst gelesen habe, wie Licht, Körper, Geist sozusagen. Und ich vermute mal, dass das allerbeste Raumschiff und Raumanzug, den wir haben, eh schon unser eigener Körper ist. Und dass man hier auch in Meditation, in so Halbschlafzuständen und so weiter potenziell sogar ganz weit kommen kann. Und was ich auch schon gehört habe, war so die Erfahrung, dass die Nachricht ein bisschen ist so, greif nicht nach den Sternen, das bringt nichts. Was darauf hinweisen würde eher so, dass man sich eher nach innen wendet und eben sieht, wenn man diese lineare Sicht ein bisschen verlässt und alles mehr und mehr parallel betrachtet, dann ist man ja jetzt schon da, wo man ist, hier und jetzt unmittelbar mit all diesen Wesen verbunden auf die eine oder andere Art. Das erinnert mich dann auch wieder an das Remote Viewing, was ja auch die Reise in ihren Inneren zu den Äußeren hinaus bewegen, oder? Ja, ich würde sagen, sie ändern einfach ihren Bewusstseinsfokus, um eben eine gewisse Raum- und Zeitkoordinate auszulesen. Weil zumindest
die eine Gruppe, die ich gerne mag, Farsight Institute, die zumindest geben sie das an, können auch zeitlich auslesen. Und jetzt kann man wieder über die Versuchsanordnung streiten, aber auch hier, wenn man sich dann drei Remote Viewer ansieht, wo denen gesagt wird, schau dir das und eben auch so krasse Sachen wie zum Beispiel, was ist am Mars zu dem und dem Zeitpunkt vor sehr, sehr langer Zeit, sage ich jetzt mal. Und wirklich drei Remote Viewer, die bekommen nur eine Zahl, die reden während der Zeit nicht miteinander und haben sonst auch keinen Kontakt, haben nur diese Ziffer und lesen wirklich eindeutig etwas aus, was ganz klar zusammenpasst. Also die können von dieser Idee her auch über die Zeitvariable verfügen, wobei man hier wiederum nur sagen muss, hier wird auch immer auf eine in Wahrheit parallele Realität zugegriffen, weil wahr ist jede Anordnung. Die Frage ist immer nur, auf welche man zugreift und welche man auf welcher Ebene wirklich dann manifestiert. Aber zumindest muss es sehr, sehr wertvoll sein, das Remote Viewing, weil ansonsten hätte ja auch der CIA sich niemals mit diesem Thema befasst und auch heute noch befassen würde. Ja, Sie sagen zwar, das ist jetzt nicht mehr aktuell, es war früher mal so, wie es so mit Geheimprojekten ist, sie werden immer geheimer dann. Obwohl wir dann, apropos Geheimprojekte sind, können wir ja gleich zu die Black Budget-Programme auch kommen. Da gibt's ja auch so Antriebstechnologien. Viele Leute streiten sich ja, ist der Mensch auf den Mond gelandet oder ist er nicht gelandet? Ich sehe mich da immer so auf der dritten Position bei der Ansicht, wo ich sage, mit dieser Nussschale sind sie sicher nicht gelandet, aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass sie so wie einen verbesserten TH-3B eben oder andere Arten von Black Budget UFOs, was die Amerikaner haben, einfach via Traktorstrahl diese Nussschale dorthin befördert haben, ja. Was hast du da für Informationen? Also hier finde ich den allerbesten Einstiegspunkt auf jeden Fall, auch für alle, die das nicht glauben oder sich nicht vorstellen können, ist einfach sich mal die Informationen anzuschauen von Catherine Austin Fitz, eben genau diese 21 Missing Trillions, die sind universitär bestätigt, sind halt 21, ich weiß gar nicht, auf Deutsch würde man sagen, Milliarden oder ich glaube noch ein paar Stufen höher, die einfach im Budget halt verschwunden sind und das ist nur wahrscheinlich nur ein kleiner Teil. Also hier ist relativ gut zumindest bewiesen, dass ein extrem großer Teil des US-Budgets, ich glaube circa so viel wie die offiziellen Schulden der USA, in solche zumindest nicht richtig buchhalterisch geführten Projekte abgezweigt worden ist. Und die Theorie lautet hier ganz einfach, dass hier sozusagen eine Art Parallelgesellschaft, nennt sich dann Breakaway Civilization, aufgebaut worden ist, die sehr wohl intern über die bessere Technologien, potenziell auch Arten von UFOs, Richtung freie Energie etc. Verfügen. Und hier, das ist eben die These, und hier eigentlich parasitär sozusagen an der Arbeitsleistung des ganzen Planeten hängen und ganz viel da abgezogen wird. Ja, das könnte man auch sehr gut vorstellen. Schon wie du das erwähnt hast mit den Finanzierungen, weil manche Leute ja sagen, wo hätten denn die das ganze Geld her? Dann müsste ich vielleicht auch mal vielleicht den Anstoß dahin geben, als das World Trade Center, wie auch immer, vernichtet wurde, sind ja auch Milliarden von Dollar, also bei denen heißt es schon Billions, ja, dann verschwunden sind, wo man schon gesagt hat, die sind Steuer hinterzogen worden und damit hat man dann diese Beweise mit den Twin Towers natürlich auch vernichtet. So als Denkanstoß will ich es mitgeben, dass sehr wohl möglich ist, dass die Finanzierungen immer irgendwo rausgeholt werden können. Genau, und genau das ist eigentlich, also wirklich universitär bestätigt, bewiesen worden im Endeffekt, dass da extrem viel Geld einfach fehlt. Und ja, das wird jetzt vielleicht halt langsam mal zum Thema. Ja, sehr schön. Der nächste gerne. Entschuldigung, was war das, Roman? Ich glaube, wir haben jetzt gleichzeitig. Ich wollte einfach nur sagen, ja, sehr schön und vielleicht der nächste die Frage stellen kann. Ja, danke dir erstmal und ich rufe in der Runde mal den Michael Klapp. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich höre im Moment noch sehr, sehr aufmerksam zu. Ich bin ja erst relativ spät eingestiegen, nachdem ich ein bisschen eine längere Anreise gehabt habe. Und ja, ich schalte mich dann ein, wenn ich eine konkrete Frage habe. Danke.
Danke dir. Und in der Runde haben wir noch den Robert aus Salzburg. Thema, er wohnt ja in der Nähe des Untersbergs. Ist ja auch schon spooky, was man da hört und sieht. Und bin gespannt, was er dazu sagt. Kontakt mit Aliens. Einen guten Abend, Robert. Bist du am Mikrofon? Ja, sollte funktionieren. Allerdings ist bei meinem Mobile jetzt der Akku auch schon ein bisschen runtergefallen. Ich hatte ein längeres Telefongespräch. Ich begrüße da die ganze Runde hier aus Salzburg und ich konnte leider natürlich auch nicht die ganze Diskussion hier verfolgen. Aber zum Thema Kontakt mit Außerirdischen möchte ich sagen, dass ich also natürlich aufgrund meiner Vorgeschichte, die ich jetzt, nicht erläutern kann, also sehr überzeugt bin, dass diese Kontakte stattfinden. Eigene Erfahrungen kann ich jetzt nur, sagen wir mal, mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor bestätigen. Selber bin ich nicht in der Lage zu channeln. Und es ist auf jeden Fall für mich fühlbar, dass wir hier am Untersberg insofern eine besondere Situation vor Ort haben, als dass hier sich, mir ist die genaue Anzahl nicht bekannt, aber sagen wir mal, unzählige verschiedene Rassen sich hier befinden, was wohl mit dem Untersberg als von der physikalischen Gegebenheit her zu tun hat und wahrscheinlich auch historisch gesehen. Jedenfalls ist hier einiges los in dieser Richtung, aber eben frequenzverschoben und somit für uns im 3D nicht sichtbar. Also da bin ich überzeugt davon und diese Überzeugung habe ich eben aufgrund von vielen Erfahrungen mit verschiedenen Menschen, die ich da begleitet habe, gemacht habe auch. Ne? So, bitte, wer will sich da noch mit einschalten, wer hat da auch Erfahrungen gemacht? Bitteschön. Ja, spannend. Wie sieht's bei dir aus, Raphael? Warst du schon mal am Untersberg? Hast du auch da irgendwie ein Gefühl zu? Das habe ich bisher sträflich versäumt, aber es ist auf jeden Fall auf der Liste. Ich kann nur sagen, also jetzt von, ich habe selber auch eher in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen, unabhängig von der physischen Begebenheit, Erfahrungen gemacht oder wo ich jetzt sagen könnte, Kontaktinformationen etc. Genauso habe ich aber auch wurde mir auch schon zugetragen, wirklich massive Encounter, also bis auf sozusagen das riesige Raumschiff, bis auf 50 Meter mit Zeugen. Und also von Leuten, von denen ich weiß, dass sie mich bei so einer wichtigen Frage nicht anlügen würden. Und das natürlich, ja, das summiert sich dann natürlich auch, wenn man davon viel hört. Und wie jetzt gerade richtig gesagt wurde, was dann auch wirklich fundamental ist, eben es ist Frequenz verschoben. Ganz vieles davon, also findet mal immer statt auf höheren Frequenzen, wo man sich darauf einstellen muss. Manchmal ist es einfacher wahrzunehmen, was auch sicher geholfen werden kann durch den richtigen Ort, potenziell auch die richtige Uhrzeit etc. Aber es ist auf jeden Fall fundamental wiederum, ob man selber überhaupt offen ist dafür, bereit ist und das möchte. Und am besten natürlich mit einem positiven Gefühl an die ganze Sache rangeht, dann hat man die allerbesten Chancen, dass man da auch etwas dann wahrnehmen kann. Ja, danke. Das Wort ist in der Runde. Frickel, bitte, Roman. Weil eben jetzt die Frage lautet, Erlebnisse Untersberg und was auch mit unseren kosmischen Geschwistern zu tun hat, da kann ich schon etwas oder einiges sogar berichten, aber das kann ich nicht heute aufdröseln, alles, sonst würde ich einen Vortrag halten. Aber vielleicht ein Beispiel, wie ich als junger Mensch, du hast ja auch, Raphael, schon gesagt, als Kind hat man mehr Erlebnisse. Das stimmt so auch. Und als Kind hatte ich mal so ein Erlebnis, da ist mir ein orangefarbenes Lichtwesen erschienen, da war ich so 8 oder 9 Jahre alt. Und der hat mir gesagt, er braucht sich nicht fürchten, er ist ein Engel und hat so ein Schlafzimmer in Richtung nach oben gezeigt und hat gesagt, er nimmt mich da jetzt mit. Und da bricht einmal die erste Erinnerung dann danach ab, was dann aber
nicht komplett abbricht, sondern später wieder weitergeht. Da habe ich mich dann auf einmal in so einem hellen, weißen Raum dann befunden. Es war ein Lichtraum, könnte man so sagen, ja. Und da wurde ich dann so einer Art Endzeitszenario ausgesetzt, so Überschwemmung und alles. Und irgendwie wurde ich da so geprüft, wie ich mich da verhalte, ja. Und da waren aber noch keine Lichtwesen mehr da, nach dem Erlebnis. Ich würde es dann so beschreiben, dass sich der weiße Lichtraum in eine Art Holodeck dann verwandelt hat, wo dann das Szenario abgespielt wurde. Und da waren dann Menschen eigentlich da. Also ich hätte sie als Menschen deklariert, ja. Und ja, da musste ich dann auch als Kind sehr früh lernen, das bei mir zu behalten, weil ich dann sehr schnell gemerkt habe, wie ich in der Schule zerrissen werde, und habe dann eher so mit als Jugendlicher dann mich wieder mehr getraut, das mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, ja. Und da habe ich gelernt, wie auch unsere kosmischen Geschwister aus Fleisch und Blut zusammenarbeiten, auch mit Lichtwesen. Als junger Mensch habe ich oft geglaubt, dass das der Engel Raphael ist, weil, Entschuldigung, wenn jetzt mit dir den Namen jetzt so namensverwandt ist, aber ich war ein sehr verspieltes Kind, und als Erwachsener wollte ich dann nachforschen, wer ist das gewesen? Und von dem Farbspektrum Orange hätte es ja zu Raphael gepasst und zum Verspieltsein. Aber dann, wie ich zu der Lazarus-Glitschner-Sage gekommen bin, da gibt es Kurz- und Langfassung. Und als Erwachsener dann, so mit 23, 24 Jahren, bin ich zu der Langfassung gelangt, und da beschreibt er genau dieselben Lichtwesen, die was da im Untersberg drinnen sind, ja. Und das ist zum Beispiel so eine kleine Geschichte, was ich so mit unseren Geschwistern erlebt habe. Also ich möchte gerade zu diesen Engeln möchte ich kurz was sagen. Ich habe also als kleiner Bub, wie alt war ich da, vielleicht drei oder vier, eben mal unter das Bett gelangt, und da hat es mich dann auf die Finger gehaut, so wie wenn man in eine Steckdose reinlangt. Also es hat ordentlich gepritzelt, aber unter dem Bett war eigentlich nichts. Und ich habe das natürlich meinen Eltern erzählt, die haben gesagt, da ist doch nichts, bla 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 bla. Wir wissen ja, dass man als Kinder da offener ist für sowas, wenn man einfach noch ein anderes Energieniveau hat und auch nicht so vorgefertigte Meinungen, die natürlich im Lauf des Lebens indoktriniert werden. Aber zu den Engeln habe ich immer ein gespaltenes Verhältnis. Für mich sind Erzengel, die ja immer mit dem Schwert kommen. Warum heißt der Erzengel? Hat er irgendwas mit den Erzen zu tun, die in der Erde sind und hier für den Abbau letztendlich verantwortlich war? Also mit Engeln, die mag ich überhaupt nicht. Entschuldigung, nur ganz kurz, das habe ich so noch nie gehört. Nur ganz kurz, weil das nämlich diese Idee, eigentlich wäre es ja Archangel und Erz wäre nur die deutsche Übersetzung, weil du es gerade erwähnt hast, weil die eine Idee, Geschichte gibt es ja mit der ganzen Anunnaki-Story und irgendeiner Relevanz von Gold, dass das abgebaut werden soll. Und meine kürzliche Erkenntnis oder Möglichkeit war auch die, weil ich mich oft gefragt habe, warum ist der griechisch-römische Pantheon, warum sind die alle so verwirrt und eigentlich noch emotional noch labiler als die meisten Menschen. Und dann fand ich das ganz interessant, dass das potenziell nach dieser Idee eben einfach nur sozusagen die paar wichtigen Offiziere der Expedition dieser Anunnaki gewesen wären, die sich halt untereinander dann potenziell auch noch gestritten haben. Nur als Denkanstoß. Aber vielen Dank für diese Verbindung, die du da ziehst. Auch wenn ich eigentlich mit Archangel anders übersetzen würde, aber finde ich sehr genial. Danke dafür. Bitte gerne. Das ist einfach meine Intuition, und ich habe da immer ein Aber, wenn Sie von Engeln sprechen. Das sind für mich auch, wenn meine Süße immer mit irgendwelchen Engeln daherkommt, sage ich, das sind dicke Kinder mit Flügeln und sonst nichts. Und ich mag sie überhaupt nicht. Also in meinem Verständnis sind es einfach nur Energieformen, die irgendwas ausdrücken. Und diese Energieformen haben halt bestimmte Namen, ähnlich wie früher ja die Gottheiten aus dem Germanentum, wie Wotan oder Odin, die ja nicht angebetet wurden, sondern einfach nur bestimmte Energieaspekte letztendlich personifiziert wurden.
damit man da ein bisschen ein Bild davon hatte. Und so sehe ich das bei den Engeln auch. Und die, wenn sie mir mal ankommen, ja, der Engel Raphael hat ihnen dieses oder jenes, oder der Engel Michael, der Erzengel, sind wir schon wieder beim Erz, hat ihnen dieses und jenes gesagt, da steige ich sofort aus, weil ich da ein absolutes Aber habe. Ja, Germane, da stimme ich dir voll und ganz bei. Ich wollte mir kurz halten bei der einen Story. Darum möchte ich vielleicht noch ein bisschen dieses Erlebnis ein bisschen mehr ausführen. Was ich mir überlegt habe dann als Erwachsener, warum hat sich der als Engel vorgestellt? Er hat ja nicht gesagt, er ist ein Erzengel, er hat nur profan gesagt, er ist ein Engel. Ich habe als Kind ja, wenn ich mir Außerirdische vorgestellt habe, ja, da habe ich nur die von den ersten Star Trek-Folgen diese Außerirdischen kennengelernt. Und ich glaube, dass sich der mir deswegen als Engel vorgestellt hat, damit ich mit seiner Gestalt etwas anfangen kann. Und so, und wie du noch sagst, mit den, man stellt sich die Engel so als kleine Kinder vor. Wie ich dann am nächsten Tag zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, Mama, Mama, ich habe einen Engel gesehen, Da hat meine Mutter dann gesagt, ah, das hast geträumt, das war ja Nacht und alles, brauchst da nicht so Fantasie zusammenspinnen. Und dann habe ich aber zu meiner Mutter gesagt, ich habe nicht gewusst, wie ein Erzengel. Nein, ich habe ja nie gewusst, wie ein Engel aussieht, in dem Sinne, wie er mich präsentiert hat, weil in Religionsunterricht haben sie mir beigebracht, das sind so kleine Kinder mit einem weißen Gewand an, haben Flügeln dran, Federnflügel, vielleicht noch Trompete und eine Harfe in der Hand. Aber jetzt weiß ich, wie ein Engel wirklich aussieht. Als Erwachsener dann bin ich dann halt zu den Erzengeln gekommen, aber wie ich noch an das alles dann wirklich verknüpfen konnte, habe ich dann mal überlegt, weil zuerst habe ich geglaubt, ich habe in den Himmel mitgenommen als Kind. Aber dann habe ich mir als Erwachsener genau überlegt, wo hat der hingezeigt? Und in derselben Richtung, da ist ja auch der Untersberg, wo er hingedeutet hat. Da hat er nämlich auch ein bisschen nach oben deuten müssen. Ich wohne ja auch wie der Robert, fast nur einen Steinwurf von Untersberg entfernt. Übrigens, hallo Robert, ich glaube, wir kennen uns eh, gell? Das war überraschend. Das war überraschend. Ja, ja. Nein, okay. Aber so viel zu heute mal dazu. Ich stimme dir voll zu, Germane. Man muss da sehr gut aufpassen, wenn man gleich was mit Erz- oder Archengel und sonst irgendwas vergleicht, ob es Anunnaki sind oder diese christlichen Erzengeln. Da bin ich auch immer sehr skeptisch. Vor allem, wenn einer mit den Engeln zum Jängeln anfängt. Da wird auch sehr viel Schindluder leider getrieben. Aber wie gesagt, ich glaube, der hat sie mir deswegen so als Engel vorgestellt, damit ich einfach mit seiner Form was anfangen kann und weil ich mich vor einem Engel einfach nicht gefürchtet hätte als Kind, wenn er das so sagt. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich versuche ja immer uns irgendwie, damit man sich ein Bild davon machen kann, ungefähr wie diese Energieform aussieht, weil sie sind ja körperlos und haben nur eine Energieform und stellen sich halt dann diesbezüglich als dieses oder jenes vor. Wenn man sich jetzt einfach mal nur so vom Verständnis her, was wir ja mittlerweile, denke ich mal, alle wissen, dass sich alles um Torusfelder dreht, wenn man sich so ein Torusfeld jetzt einfach mal anguckt und sagt, okay, die Ausläufer, also die, wo außen rumgehen, das würde dann als Flügel dargestellt werden oder als Schwinge, je nachdem. Und dann lässt sich dieses Engelbildnis, das wir so von der christlichen Kirche kennen, viel leichter, ja, wie sagt man, assoziieren oder in Verbindung bringen. Und ich denke, deswegen machen die das auch. Allerdings muss ich wieder sagen, bei bestimmten Menschen, die damit eine Herausforderung haben, das als ja, wahr oder als überhaupt als Möglichkeit zu erkennen, eigentlich wieder dann, dass der falsche Weg ist für die Menschen oder für die Menschen dann so zu erscheinen. Ja, es ist einfach was Individuelles für mich selbst dann. Das kann ich natürlich keiner auf einen anderen übertragen halt so. Aber man muss halt auch sagen, als Kind habe ich mir zu dem Alters, also mit 8, 9, habe ich noch nie irgendwas von überhaupt Energiewesen gewusst, gehört, gesehen oder was. Weil meine Mutter war auch sehr vorsichtig mit meinem Fernsehprogramm, weil ich eben schon so sehr verspielt und eine lebhafte Fantasie auch hatte, ja, wo man dann, wenn man sagt, ja, ich habe eine lebhafte Fantasie, dann wird das natürlich auch wieder oft gegen einen verwendet in dem Sinne, ja. Wenn ich hier gleich was dazu sagen darf,
Also, wenn ich jetzt Bashar zitieren darf, wie gesagt, mein Lieblingschannel, der sagt, Imagination is the conduit and communication to your own higher mind. Das bedeutet, die Vorstellungskraft ist genau der Verbindungskanal zu unserem eigenen höheren Selbst und zu diesen ganzen Ebenen. Wenn man es dann nach gewissen Philosophien konkret zu Ende denkt, ist die ganze Welt ohnehin eine Illusion, ist die ganze Welt ohnehin aus meiner Vorstellungskraft geschaffen. Nur ist diese hohe Energie meiner Vorstellungskraft, meiner Glaubenssätze und meiner Inkarnation mit den Regeln, die ich gewählt habe, schon so weit runtergeronnen, sage ich mal, dass sie auch stabil erscheint in der 3D-Welt. Aber aus meiner Sicht zumindest ist immer alles aus Vorstellungskraft geboren und genau darum geht es auch, diese Kraft und diese Wahrnehmung wieder für voll zu nehmen und eben nicht mehr wegzudrängen. Zum einen, weil man dann mehr wahrnehmen kann und zum anderen natürlich, weil man dann sich der eigenen Selbstwirksamkeit wirklich bewusst wird und dann auch entweder konkret Kontakt mit egal welchen Aspekten seiner selbst oder einfach zur angenehmeren Gestaltung des eigenen Lebens dann auf diese Weise seine Energie einsetzen kann. Und noch kurz zu der Differenzierung vom sozusagen kleinen Engel zum großen Engel, zum Alien oder zum Energiewesen. Hier ist auch die Idee jene, dass ich spreche jetzt einfach von dem, was in gechanneltem Material einfach vorkommt, dass einfach gesagt wird, ja, wir präsentieren uns natürlich in einer Form, mit der ihr irgendwas anfangen könnt, beziehungsweise muss man einfach verstehen, wir als Menschen haben halt einfach ein so beschränktes Bild und nur ganz gewisse Symbolik, die wir überhaupt interpretieren können, dass wir sozusagen automatisch dann für uns durch unseren Wahrnehmungsfilter, wenn wir schon wahrnehmen, wird alles so hingedreht, dass wir einfach, wenn wir was erinnern sollen, dass wir einfach irgendwas überhaupt, dass was hängen bleiben kann und dass wir irgendeinen Sinn überhaupt erzeugen können. Deswegen ist es, wie richtig erkannt worden ist, immer höchst individuell. Ja, so sehe ich das auch. Das kommt immer auf das individuelle Bewusstsein desjenigen an, mit dem man in Kontakt ist oder der in Kontakt ist mit irgendwas. Ja, um das geht es eigentlich, dass man halt dem möglichst nahe kommt, was in seinem Wahrnehmungs, wie soll man sagen, Wahrnehmungsfeld, was er da akzeptieren kann. Das ist mir schon klar. Also ich würde da eher lieber. Mir kam gerade vorhin dieses Auto, dieses Kit oder wie der damals hieß, der käme mir genauso, der würde ich genauso akzeptieren wie irgendein Engel mit Flügen, muss ich echt sagen, weil ich habe damit einfach nur eine absolute Herausforderung und ich lehne das total ab. Und eine gute Freundin von mir, aus dem Allgäu ist die, die quatscht auch immer hin und wieder von Engeln, ist aber, die hat mir dann erklärt und eben gesagt, Armin, das ist so und so und so und so. Das habe ich dann auch verstehen können, weil die auch immer hier mit Engeln gesprochen hat. Und für mich selber ist es, lehne ich es ab. Ich mag Engel überhaupt nicht. Keine Ahnung warum, es ist einfach so. Ich habe auch schon als kleiner Bub damals diese, vielleicht kennt ihr das noch, da gab es eine Zeitschrift, die hieß Yps. Da waren immer so komische Dinge drin, die man da irgendwie basteln konnte. Und da waren damals schon die UFO-Berichte drin. Und diese UFO-Berichte, die habe ich damals mit, wie war ich da, vielleicht 8 oder so, habe ich die schon sehr, sehr interessiert gelesen. Ich meine, mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war über Parapsychologie mit 16 Jahren. Ich meine, wer macht denn das? Ich meine, letztendlich sind wir alle irgendwie auf eine bestimmte Richtung geführt worden. Und dass wir uns jetzt hier treffen dürfen, das finde ich wirklich wunderbar. Und genau das, wenn ich kurz einhaken darf, wäre, wenn wir das jetzt annehmen, ja, es gibt ja auch viele, die sagen, Aliens sind ein Hoax und das gibt es überhaupt gar nicht. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass es da etwas gibt, wäre es ja ganz spannend, jetzt auch zu überlegen, von der sozusagen zivilisatorischen und bewusstseinstechnischen Seite, wenn ich überlege, okay, ich habe einen Planeten und ich weiß, da findet eine Bewusstseinserweiterung statt. Und die eine Zelle sozusagen, der Planet Erde, wie auch immer, mit den Menschen ist langsam bereit, sich wieder zu verbinden, bewusst und in Kommunikation und Liebe mit den anderen Zellen. Ja, wie mache ich das dann? Also aus einer ganz hohen Sicht, wenn ich den ganzen Planeten betrachten kann, dann finde ich schon eine spannende Methode, auch einfach zu sagen, okay, aus einer Seelenebene jetzt oder wie auch immer, transzendenten Ebene, ich inkarniere einfach so und so viele Millionen, sage ich jetzt mal so,
die eben diesen Weg, auf diesem Weg auf eine gewisse Weise geführt werden, um dann sozusagen als Ground Crew alles auf ein Level zu bringen und vorzubereiten, dass dieser Kontakt wirklich passieren kann. Und was ich auch noch sagen möchte, im Endeffekt ist es mir persönlich auch ganz egal, Aliens hin oder her, worum es bei dem Ganzen in Wahrheit geht, ist dem Stellen seiner eigenen Ängste und dem Wiederverbinden mit allen Persönlichkeitsaspekten und allen Energien, die ich jetzt auch als Götter sehen kann, aber im Grunde eben einfach Energien und Qualitäten, die mir bisher noch Alien waren, die eben bisher noch, die ich bisher noch verdrängt habe oder weggeschoben habe, sich damit zu verbinden. Und der Alien-Kontakt mit den Wesen, wie auch immer sie dann wirklich sind, kommt dann, glaube ich, ganz automatisch und ganz von alleine. Aber der individuelle psychologische Aspekt ist das, was unmittelbar, glaube ich, wirklich wichtig ist und auch wirklich hilfreich ist, egal wie es dann mit den Aliens ganz konkret ausschaut. Es ist ja hochinteressant, wenn man mal bedenkt, wie sich diese Begrifflichkeiten in Zeitaltern und auch in den Zeitgeistes entsprechend ja sich verändern. Angefangen hat es ja mal so, da hat man gesagt, das sind die Götter, ja. Dann hat die Christianisierung angefangen, dann wurden sie zu Engeln. In unserer heutigen Zeitperiode, sagt man, sind die Außerirdischen, ja. Und dann darf man auch noch nicht vergessen, was gewisse Religionen aus diesen Wesen gemacht haben. Ja, zum Beispiel bei den Christen, wenn man schaut, was die Christen so alles in den letzten 2000 Jahren praktiziert haben, da kann man, wenn man es mal so nett sagt, sagen, war das nicht gerade unblutig, was da alles vollführt wurde und auch was mit so alten Naturreligionen gemacht wurde, ja. Da kann man dann aber auch verstehen, wenn viele Menschen dann, wenn sie das Wort Engel hören, dann natürlich das sofort alle Schablonen, alle Jalousien runterlassen, weil einfach auch sehr viel Schindluder mit den Begrifflichkeiten gemacht wurde. Also ich darf mich hier jetzt auch speziell absichtlich exponieren. Ich habe selber auch immer gerne das Beispiel gebracht von wegen, ja, die alten Damen, die mit Engeln reden, wenn ich über Channeling gesprochen habe. Ich habe begonnen, also ich mache das Ganze bewusst, wenn ich Channeling mache. Und ich kann auch jetzt nicht eindeutig, ich behaupte in Wahrheit gar nichts von meiner Sicht aus. Ich mache halt das, was ich mache, verbinde ich damit Energien, manchmal nenne ich es Aliens, aber auch, da ich es teilweise mit Karten mache, habe ich auch schon einen Haufen Engel gechannelt, die auf jeden Fall auch eine eigene Qualität haben. Gleichzeitig ist mir aber natürlich ganz stark bewusst, dass gerade in diesem Bereich das immer sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Was ich dann gerne sage, ist, es ist egal, wie wir es nennen, es ist auch egal, was genau passiert, egal, ob jetzt jemand Tarotkarten legt, channelt oder irgendwelche Eingaben bekommt. In dem Sinne von der Nachrichtenüberbringer darf mir eigentlich egal sein. Die Identifikation dieses Wesens oder was auch immer es sein mag. Wichtig im Endeffekt ist immer nur, was ist die Nachricht? Und ist die Information etwas, was für mich sinnvoll ist und vor allem etwas, was im Grunde auf die Eigenverantwortung, die Selbstermächtigung und das Erweitern der Möglichkeiten und der Perspektive abzielt. Und wenn das gegeben ist, sage ich persönlich, ist mir auch relativ egal, wie ich das nenne, was dahinter steht. Vor allem, wenn ich bedenke, da wir als Menschen so gerne differenzieren, wenn ich vom Bewusstsein spreche, dass alles im Grunde Schwingung ist, das Wort und in Wahrheit dann nur noch Liebe und Eins, dann ist es sowieso hinfällig, sich lange zu überlegen, wo es herkommt, sondern wirklich nur wichtig, ist es für mich unmittelbar angenehm und dienlich. Sollen wir eine Musikpause machen? Keine Proteste. Bitte gerne. Das machen wir jetzt einfach. Ein kurzer Song hast du da reingebracht. Und das ist Setting Sail, Coming Home. Musik ab. Bis gleich. Ja, und zurück sind wir im letzten Drittel, so sag ich mal, des heutigen Abends. Der Lichtanker, der Raphael, ist heute bei uns. Kontakt mit Aliens. Möchte nochmal einen Hinweis auch geben für Morgen geht es hier im Programm auch wieder ab 20 Uhr weiter. Da ist der Frickel da. Na, Momento, habe ich falsch gesagt. Na, alles wieder zurück. Doch. Komm, Sendeplan. Mach mich doch nicht ganz narrisch. So, doch.
Morgen heißt es Inklusion. DSA, Valerie Jack ist bei uns. Und ab 20 Uhr schaut einfach mal rein. Der 1. Mai ist ja der Tag der Arbeit. Und darum wird es auch wohl gehen. Ihr dürft anrufen. Das letzte Drittel. Nochmal Festnetztelefon 0043 Österreich 720-518-19 und die 7. Wenn es zu schnell war, auf OkiDoc schauen. Ja, und jetzt frage ich mal in dieser Runde mal einfach, gibt es denn jemand, der schon Kontakt zu Aliens hatte? Ich glaube, da kommt überall ein Nein oder vielleicht doch eine unsichere Frage. Vielleicht habt ihr das Gefühl, da war ich mir nicht sicher. Bin gespannt. Können wir mal den Frickel Germain noch mal von oben nach unten mal durchfragen. Mal kurz, weil das Thema ja heute heißt Kontakt mit Aliens. Gibt es denn von euch Erfahrungsberichte, Frickel? Nee, gar nicht. Nein, nicht, also zumindest nichts Sichtbares. Nee. Okay, danke. Und Armin, Germane. Nur das vorher erwähnte Erlebnis an einem Silvesterabend, wo eben diese 5 Punkte da so in Formation geflogen sind. Das war so, kurz nach dem Jahreswechsel, also was weiß ich, vielleicht 10 nach 12 oder so. Als wir das gesehen haben, damals noch in Bayern, in Königsbrunn, habe ich das gesehen. Und vielleicht vorher schon mal, aber direkt jetzt dann einen direkten Kontakt mit Austausch, Gespräch oder irgendwie was in der Richtung, nein. Danke dir, Armin. Und Michael Klapp. Ja, ich überhaupt keine persönlichen Erfahrungen mit Außerirdischen, bis auf das, was auf der Erde so kreucht und fleucht und mir gerade gegenüber sitzt. Aber das ist eher ein Scherz zu behandeln. Danke, Freunde. Und unbekanntes Flugobjekt schon mal gesichtet? Na, interessante Objekte, ja. Wienerwald, Leuchterscheinung, die so eindeutig über die Bergkuppeln, also nämlich wirklich in Abhängigkeit der Bergkuppeln drüber geflogen ist, sehr langsam. Aber das war eindeutig, also für mich nicht zuordnenbar und für meine Freunde, die mich damals begleitet haben, auch nicht. Also es war rätselhaft, aber ich vermute doch, dass das irischen Ursprungs war. Okay, danke. Dann der Roman Reuter von CryptoTV. Vielleicht ein Beispiel, was schön aufzeigt. Wir haben ja schon geklärt, andere Menschen von was überzeugen in dem Themenbereich ist unmöglich. Das geht nur für sich selbst, wenn man was erlebt. Und man fragt sich dann schon selbst oft, ist man schizophren? Ist man, oder halluziniert man? Stimmt irgendwas im Kopf nicht oder so? Und da freut man sich dann immer wieder, wenn man dann Jahre später so Selbstbestätigungen bekommt. So ein Beispiel, die Christi Jasinski ist sicherlich auch vielen ein Begriff, wo ihr verstorbener, seliger Mann ja auch über die innerterrestrischen berichtet. Da gibt's ja auch so Berichte über so reptiloide Wesen, die was zusammen mit innerirdischen Menschen zusammenleben. Und da habe ich zum Beispiel mal als Kind auch so ein Erlebnis gehabt, da beginnt die Erinnerung auch so, ich bin ja immer in Trance-Zustand in diesen Erlebnissen gewesen. Das hat man zusammengesponnen, auch deswegen, damit man sich erstens einmal nicht fürchtet im Trostzustand, aber auch, dass man dann den nächsten Tag ausgeruht ist, wenn man da, wird nur nachts abgeholt, weil untertags ist es unmöglich, da wird man ja abgehen. Aber zurück zum Erlebnis, da beginnt die Erinnerung, dass ich wieder eben so bei menschenähnlichen oder menschlichen Freunden war, die haben ganz normal wie Menschen ausgeschaut. Und es war auch so eine Art Höhlenstruktur. Und da haben sie zu einem Wesen gedeutet, das war so circa 20 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr von uns entfernt. Und der hat in einen Raumanzug gesteckt. Und da haben sie zu mir gesagt, zu mir als kleinen Bub, schau mal zu dem darüber, das ist ein sehr guter Freund von uns und unterhalte dich mal mit ihm. Wir bleiben dabei da drüben hier stehen. Dann bin ich so hinmarschiert, war voll begeistert, weil Astronauten haben mir total gut gefallen und so schon als Kind. Und
bin der Frohgemut dann hinmarschiert und habe gesagt, ja, hallo, ich bin der Roman, und wollte ihm so die Hand reichen oder habe sie halt ihm gereicht. Und dann sehe ich mal, in dem Moment, wo er mir dann auch die Hand gereicht hat, sehe ich, dass der keinen Handschuh angehabt hatte, sondern dass das seine reptilienhafte Hand war. Und wie mir das dann bewusst wurde, dass das ein Echsenwesen ist, habe ich mich extremst zum Fürchten angefangen. Ich muss sogar sagen, richtig panisch geworden. Und so schnell habe ich gar nicht schauen können. Dann haben mich die geschnappt, haben mich in so eine Art Ei reingesetzt. Das Ei, das war von der Schale her hauchdünn. Aber man kann ja nicht sagen, dass es aus Metall oder Plastik bestanden hat. Das habe ich nicht genau definieren können. Und mit dem bin ich dann auf einmal nach oben geschickt worden. Und dann eben als Erwachsener bin ich dann auf die Bücher von der Christa Jasinski gestoßen. Und da wurde dann eben auch berichtet, wie er einfahren durfte mit solchen Eiern, ja. Und von, wie er auch berichtet hat, da wurde mir dann klar, warum sie mich weggeschnappt haben von den reptiloiden Wesen. Da wird ja auch berichtet, dass die sehr hoch empathische Wesen sind. Dass, wenn man sich extrem ärgert oder wütend ist, man diese Wesen extrem schaden kann, wenn nicht sogar töten. Und deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch in einen Raumanzug gesteckt, dass er etwas geschützter ist und ihm nicht mit meiner extremen Furcht sofort umbringe. Ich schätze, ich wurde getestet, wie weit ich schon bin mit Kontakten anderer Außerirdischer, die was nicht wie Menschen ausschauen. Weil das war mein einziges Erlebnis, wo ich ein fremdes Wesen gesehen habe, was nicht wie ein Mensch ausgeschaut hat. Aber eben mit menschlichen inner- oder außerirdischen Wesen sehr viele Kontakte hatte. Und das ist ein schönes Beispiel, wie man für sich selbst eine tolle Bestätigung holt, dass man einfach doch nicht so deppert sein kann, einfach, ja. Danke dir, Roman. Interessant. Ich gehe mal direkt weiter zum Raphael, natürlich du auch. Raphael, hast du denn auch selbst schon Kontakt gehabt? Also zuerst möchte ich sagen, danke an den Vorredner, dass du auch nicht stehen geblieben bist, was leider in der Popkultur auch oft passiert, in einer gewissen Xenophobie gegenüber Reptiloiden, egal Aliens, Energieformen, Erscheinungen, und vor allem sogar die Erklärung geliefert hast gleich. Und das zeigt ganz schön, dass ja viele Menschen dann auch potenziell Erfahrungen haben, die sie vielleicht auch verdrängt haben, weil es potenziell auch traumatisch war. Auch wenn man es jetzt von der Geschichte her, wenn du so nacherzählen würdest, könnte man auch sagen, das war vielleicht, keine Ahnung, der war in Wahrheit irgendwie bösartig und die haben dich retten müssen und das war ganz schlimm. Aber in deiner Variante der Geschichte hat sich das alles schon eigentlich in Wohlgefallen aufgelöst und ist ganz gut nachvollziehbar. Und das kann ich nur jedem empfehlen, da ganz genau nachzuspüren und sich die Möglichkeiten anzusehen, auch einfach für die eigene Geschichte, um vielleicht drauf zu kommen, eben da will einem gar niemand was Böses in den allermeisten Fällen, sondern es sind oft einfach nur Missverständnisse oder gewisse Dynamiken, die wir einfach noch nicht verstehen, weil wir eben gerade im Prozess sind, erst uns an diese ganzen Dinge wieder zu erinnern. Und da helfen natürlich solche Erfahrungsberichte und Bücher und gechanneltes Material aller Art, weil man greift eh immer zum richtigen Buch durch Synchronizität und findet dann seine Erklärungen. Also danke dafür. Und zu mir selber, also ich würde dazu jetzt sagen, unmittelbar physisch nicht sichtbar so mit offenen Augen, auch eher kaum, eher in so, sag ich mal, Rohrschachmäßigen Ideen, dass etwas dann so erscheint wie etwas, aber nicht als eindeutig wahrnehmbares, konkretes, diskretes Wesen. Da habe ich eher Geschichten von Freunden schon gehört, sowohl was UFOs wie auch Wesen als Energieformen äußerlich Sichtbare anbelangt. Bei mir wäre es eher interne Kommunikation, interne Bilder, eben durch Vorstellungskraft und Träume, hier auch aber potenziell maskiert. Zum Beispiel mein Lieblingschannel eben Bashar hat, ich habe mir einige Zeit mal, gibt's unendlich viel Material, mir das alles angeschaut, unter anderem eine Transmission mit dem Namen Bashar's Lab, wo er eigentlich nur 4 Stunden lang Universalgesetze erklärt, wie halt eine Universitätsklasse, und dann zum Schluss sagt so, und super, dass ihr alle dabei wart, und wir werden dann noch weiter im Traum noch weitermachen. Und das war eine Zeit.
in der ich relativ viel geträumt habe. Und habe dann wirklich ein paar Wochen später, war ich dann im Hörsaal 1 an der Uni Wien, wo ich in meinem Leben genau zweimal war. Und da war halt dann vorne in dem Fall der Mensch, der ihn channelt. Aber mir war im Traum ganz klar, also ich bin jetzt da. Dann bin ich halt im Traum sozusagen aufgewacht. Dann habe mir nur gedacht, ah, wie cool und wie lustig. Jetzt bin ich sozusagen wirklich da, wo ich da hingeschickt worden bin. Jetzt kann man wiederum spekulieren, was ist wodurch ausgelöst worden. In einem gewissen Verständnis würde ich aber eigentlich empfehlen, wirklich auch diese Traumzustände, Trancezustände und auch wirklich die eigene Vorstellungskraft wirklich wahrzunehmen. Weil das sind unsere höheren Sinne und das dürfen wir schon für voll nehmen und nicht immer, wie wir es gerne oft machen, unter den Schemel stellen, wie man so schön sagt. Also das Licht sozusagen verstecken, sondern wirklich sich da selber in der Wahrnehmung mehr zuzutrauen. Und dann gibt es potenziell mehrere Arten von Kontaktszenarien und Erfahrungen, die man so kategorisieren würde, als wenn man wirklich nur beschränkt auf, habe ich ein Licht außen gesehen oder habe ich irgendwie eine Elfe gesehen im Äußeren. Da gibt es davor, sage ich mal, und dazwischen und dahinter noch ganz viele andere, würde ich sagen, ebenfalls genauso gültige Arten des Kontakts und der Kommunikation. Super spannend. Ja, ich selber habe ja auch am Abend, das war mit meiner damaligen Freundin, die hat das auch gesehen, wie vier Flammen am Himmel und die waren in einer Raute angelegt, zwei Paare jeweils. Und mit einem Geschwindigkeit ist das erste Paar weggerauscht, so richtig in einem hohen Bogen weg. Und das zweite Paar hat noch ein bisschen da gestanden, so 30, 40 Sekunden würde ich heute so einschätzen. Und dann ist das auch abgedackelt in der gleichen Richtung. Das war so für mich meines. Und der Robert war auch schon am Flackern. Robert, magst du auch deine Erfahrungen vielleicht mitteilen? Ja, danke schön, Klaus. Ja, ich habe versehentlich geflackert. Ich bin hier ja mit meinem Mobile unterwegs und bin dann auch angekommen. Aber ganz richtig, ich habe immer mir gewünscht natürlich, dass ich mal eine Begegnung habe. Ich habe mir das auch immer so vorgestellt und bin natürlich auch erstaunt, was der Roman schon alles erlebt hat. Das hat er mir ja noch nie mitgeteilt gehabt. Und es hat eigentlich, ja, es war nie was. Ne? Die letzten 10 Jahre war es eben für mich jetzt schon sehr intensiv und ich konnte mal sehr viel über das Channeln erfahren und mittlerweile auch erleben und kann also da bestätigen, dass da Kontakte gibt. Aber natürlich der letzte Beweis ist immer natürlich der, wenn man das selber machen könnte. Bei mir hat das noch nicht funktioniert. Also physikalisch habe ich nur ein einziges Erlebnis gehabt, aber wenigstens das. Das war im letzten Jahr hier in Salzburg, dass eben ich mich oben am Gaisberg befunden habe. Das ist unser zweiter Stadtberg oder der erste Stadtberg bei Salzburg auf 1200 Meter und es war Sommer, 10 Uhr nachts im August. Und wir sind gerade runtergefahren, also zu zweit, also zwei Autos. Und ich sehe wirklich ein wirklich helles Licht, aber natürlich genau hinter den Bäumen runterpfeifen, in der Fortrichtung, wo ich gefahren bin. Und das war also vom Winkel und so weiter ganz eindeutig, dass das da hinterm Berg runtergeht, das Licht. Und es war so relativ groß, ne? Relativ groß heißt so mondgroß, aber halt mit einem schönen Speed und mit einem Winkel nach unten rein, also in den nächsten Berg rein dann sozusagen. Meine Freunde haben es nicht gesehen, aber man muss natürlich auch genau in die Richtung schauen, dass man es sieht. Und dann war ich mir selber schon unsicher, aber die Bestätigung kam dann am nächsten Tag von meinem Sohn, der unten in der Stadt auf einer Wiese war mit seiner Freundin, romantisch. Und wie ich ihm das gesagt habe, dass ich das gesehen habe, hat er gesagt, das habe ich auch gesehen. Das ist so auf den Gaisberg zugeflogen, von oben her, hat dann noch einen kleinen Winkel gemacht, also eine Abweichung vom Kurs und ist hinterm Gaisberg verschwunden.
genau wo ich eben oben war. Aber es hat er halt so mit einer Ruhe gesagt, gell? Als wäre das das Natürlichste. Also sind die Jugendlichen da nicht, also mein Sohn nimmt es halt so gelassen hin, aber nicht als Beweis irgendwie für irgendwas. Also, aber mir hat es halt bestätigt und für mich war das dann Tatsache. Danke dir. Ja, Raphael, du siehst spannende Geschichten. Also so ganz die Frage zu stellen, ja, Kontakt mit Aliens. Ich denke mir, dass viele Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie wir jetzt gerade gehört haben. Und dass man das immer nur unter psychisch krank abstempelt, ist nicht richtig, wie man jetzt gerade gehört hat, ob ich jetzt eine Schizophrenie habe. Ich denke, wir Menschen dürfen lernen, es geht ja um Bewusstsein letztendlich, dass wir einfach unseren Gegenüber erstmal als Ganzes sehen und ihn nicht zu bekehren haben, zu sagen, was es denken, handeln soll, tun soll, machen soll. Aber wir dürfen wahrnehmen und immer ein bisschen weniger in die Verurteilung, Bewertungskiste reingreifen. Denn wenn man auch mit der Zeit lernt, den Menschen so wie er ist, erstmal anzunehmen, denke ich, könnten auch viele verborgene Schätze in uns auftauchen. So sehe ich das. Das sollte eine Herausforderung, finde ich, sein für die Zukunft, dass wir Menschen ähnlich diesen Weg hoffentlich mal erkennen und dann auch begehen. Raphael, was denkst du dazu? Genau, also im Grunde kann man sagen, es geht wie in der Gesellschaft auch einfach nur um die Dekompartmentalisierung des eigenen Bewusstseins. Einfach wieder die eigenen Aspekte, die eigenen Emotionen, die eigenen Wahrnehmungen, genau wie du gesagt hast, einfach als Ganzes wahrzunehmen, zu beobachten, positiv damit in Kontakt zu treten, keine Angst zu haben. Und das ist der Weg, sowohl psychologisch wie auch dann potenziell mehr und mehr mit auch Kontakt mit allen möglichen Arten von Wesen, wo wir auch in der Geschichte, egal ob es dann als Feen oder sonstiges genannt worden sind, zumindest viele Geschichten kennen. Und in meiner Wahrnehmung zumindest wird es immer wahrscheinlicher, dass da viel, viel mehr dran ist an vielen Geschichten, als man vielleicht heute sozusagen an der Uni lernen oder lehren würde. Und auf jeden Fall, was glaube ich sicher eine gute Idee ist, ist einfach offen zu bleiben, in der Liebe zu bleiben und sich einfach diese ganzen Dinge ganz gelassen anzusehen. Und was wirklich wichtig ist, denke ich mir, wird einem sowieso sich ganz offensichtlich präsentieren, wenn die Zeit soweit ist und wenn man selber dafür bereit ist. Ja, absolut. Ich werde jetzt hier, schau auf die Uhr, wir haben ja offiziell bis 22 Uhr Sendung. Raphael, was ist noch, hast du noch was Wichtiges uns überhaupt mitzuteilen, was ich heute vielleicht vergessen habe, was du gerne noch den Menschen mitteilen möchtest? Einmal das und dann würde ich nochmal so eine Abschlussrunde hier einläuten und dann können wir uns ja noch im Nachttalk treffen, wenn wer das noch möchte. Ich würde sagen, ja. Das war eine wunderbare Runde. Und es gibt natürlich noch jeweils bei jedem Thema, jeder Idee, die wir gestriffen haben, natürlich noch viele, viele weitere Verzweigungen, die wir vielleicht ein andermal dann noch erläutern wollen. Ja, du hast ja auch ganz viele interessante Links auf dem Sendeplan im Artikel ausstehen. Da können wir auch nochmal drauf hinweisen. Ja, dann würde ich doch jetzt sagen, Frickel, der Abend geht zu Ende zumindest, jetzt von der Thematik heute Abend, morgen geht es natürlich weiter. Frickel, der Abend, wie war er für dich? Wie hast du ihn wahrgenommen? Oh, überwältigendes Gefühl. Ja, kann ich so nicht in Worte fassen. Ja, sehr informativ wie immer. Toll dabei zu sein. Ja, danke sehr. Wie habe ich es wahrgenommen? Weiß ich nicht. Kann ich nicht in Worte fassen. Tut mir leid. Ja, Frickel, du hast ja auch eine Sendung jetzt übermorgen am Donnerstag. Vielleicht magst du ein paar Worte noch dazu sagen? Ja, da lade ich alle recht herzlich dazu ein. Ich war für die freie Energie, was mein eigentliches Hauptthema ist, gibt es im Moment nichts Neues. Deswegen habe ich mir vorsichtshalber halt eine Gesprächspartnerin besorgt, die ich kennengelernt habe vor kurzem. Sehr, sehr interessantes Wesen und sie wird das was aus ihren Büchern vorlesen. Ja, sehr, sehr lustig, Fantasy-mäßig. Wir sind gespannt, ich habe selbst auch noch nicht reingeguckt in die Bücher. Also ist auch für mich neu, das Thema. Ja, bis Donnerstag. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und es ist eine offene Talkrunde, also alle sollten auch mitreden, so wie das hier auch stattgefunden hat.
Super, ja, Donnerstag 20 Uhr. Wer Interesse hat, kommt einfach rein. So, und weitersagen natürlich. Armin, der Germane, deine Worte. Ja, ich finde es klasse, dass man hier so ja, einfach miteinander reden kann. Und es ist doch immer wieder schön, dann zu sehen, dass man nicht ganz abgedreht ist, sondern ganz auf dem richtigen Weg, weil es gibt ja noch mehr so, wie wir sind. Ja, das denke ich schon. Ne? Wir haben 7 Milliarden Menschen da. Daher denke ich schon, dass ähnliche Strukturen sicherlich verhaftet sind in uns. Dankeschön. Michael Klapp, bitte. Ja, mir die Aussage von Raphael sehr gut gefallen vom Raumschiff Körper. Und wenn wir mal beginnen, Raum, Zeit, die Koordinaten zu verstehen, ich würde sagen, offen sein für Neues und keine Angst. Vorsichtig vielleicht ja, aber eben keine Angst. Und es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, mehr als wir uns derzeit vorstellen können, also wirklich offen sein und mit Interesse angehen. So würde ich das einmal für mich heute stehen lassen. Super, auch dir danke, Michael. Und Krypto, du hast auch bald Sendung, gell? Hast du da auch noch ein paar Worte zu sagen? Du hast eine Live-Übertragung, ne? Da geht es, glaube ich, irgendwie um einen Hanf-Wandertag. Habe ich das richtig in Erinnerung? Global Marihuana Marsch ist für Samstag angesagt. Ich hoffe, dass das Wetter nicht das Ganze verwässert und dass das Ganze nicht ins Wasser fällt. Aber morgen habe ich mit dem Markus Grimmers ein Treffen, 14 Uhr. Da werden wir dann nähere Details besprechen. Und ich würde sagen, ich melde mich dann spätestens morgen nochmals im Laufe des Tages oder vielleicht am Abend auch bei der Sendung. Die ist nämlich auch interessant. Magst du die vielleicht noch einmal ankündigen? Denn ich glaube, das Thema war Inklusion. Und ich habe auch viel Kontakt mit Familien, Kindern, mit Handicap im Rahmen meiner Arbeit mit Kinder- und Familienrecht. Ja, gerne. Kann ich noch mal kurz einen Hinweis geben? Da kommt die Inklusion, ist das Thema. Das ist die DSA Valerie Clerc, ist da. 1. Mai ist ja der Tag der Arbeit. Ja, und das ist morgen ab 20 Uhr hier auf OKTalk. Danke dir, Michael. Und Roman Reuter vom KryptoTV, bitte. Ja, da geben sich ja in der Abschlussrunde noch wunderschöne Tipps. Da hätte ich vielleicht auch noch ein oder zwei. Da oben und ich haben einen sehr guten Freund, das ist der Klaus Gohming. Der macht mit seinem tollen Team jeden ersten Mittwoch im Monat in Salzburg beim Hattelwirt den AERI-Stammtisch. Das ist die Austrian Extraterrestrial Research Initiative. Die haben immer wunderbare, tolle Referenten dort eingeladen. Und da geht so 3-4 Stunden lang über Querfeld ein von UFOs, von Geistern. Also die komplette grenzwissenschaftliche Palette wird da immer geboten, ja. Und vielleicht als zweites Info und Tipp könnte ich vielleicht noch sagen, so 2008 oder 2009, da hat mich der Klaus einmal gebeten, auch über meine Erlebnisse einen Vortrag zu halten. Und da habe ich dann 42 Stunden lang mal über meine Erlebnisse gesprochen. Und da hat ein Freund mich aufgenommen. Wenn es ihm interessiert, was ich da so erlebt habe, dann kann er mal bei YouTube reinschauen unter AERI, UFO, Engel und Orb mit Roman Michael Reuter. Und ich bin dort damals noch sehr mundartlich von Salzburgerisch unterwegs gewesen, weil wir halt unter uns Salzburgern waren. Aber wer auch der Fremdsprache im Norden des Österreichischen mächtig ist, dürfte es vielleicht auch sehr interessant finden. Danke dir, Roman, für die Hinweise. Und jetzt gehe ich zum Robert Mobile hin. Wolfs, er hat schon ein Dankeschön gesagt. Er möchte Informationen haben. Das kannst du dir nachher auch nachhören schon wieder. Und im Nachtalk kannst du auch nochmal fragen, Wolfs, er. Und jetzt rufe ich mal den Robert. Robert, deine Worte, wie hast du den Abend für dich empfunden? Bist etwas später eingestiegen, das haben wir mitbekommen. Aber trotzdem war es interessant. So zumindest die letzte Stunde, die ganze Sendung war interessant. Ja, so wie immer, Klaus, ne? Ja, das sind immer wieder sehr interessante Themen, interessante Referenten da und das macht ja deine Sendung aus und deine Qualität, die du hier lieferst. Ja, ich möchte sagen Dankeschön. Ihr habt hier wiederum bestätigt, was ich in letzter Zeit so alles erlebe auch, dass das durchaus real ist. Ich habe also, wie gesagt, einige interessante Erlebnisse gehabt, die man halt, ja,
fast nicht glauben kann, aber es finden Kontakte statt und ich denke, es wird da, es sind keine unfreundlichen Kontakte, also zumindest die, was sich jetzt hier so aktiv einbringen. Und ja, ich bedanke mich, dass ich da kurz dabei sein konnte. Und ja, vielleicht zu Aeri, wie der Roman schon erwähnt hat. Also wir in Salzburg haben ja schon recht eine aktive Szene, die da eben einmal im Monat sich trifft. Letzten Monat hatte ich den Majid Abdel Aziz eingeladen und er hat einen wunderbaren Vortrag gemacht. Klaus, ich nehme an, du hast das im Archiv abgelegt. Da kann man sich das gerne anhören. Also wir hatten eine sehr aktive, lebhafte Diskussion mit ihm und deshalb war es auch nicht langweilig und ich kann es also nur empfehlen, es ist sehr unterhaltsam gewesen und betrifft halt die Themen Sphärenanlage von Majid und wir werden, oder ich bin gerade dabei mit einem Herrn in Epps, Herrn Blanger, da einen Kontakt aufzubauen und wir wollen innerhalb der nächsten 2 Wochen dann da eine Tour hinmachen, wo so eine Anlage steht, die große, ne? Und wer dann da mitfahren möchte, der müsste sich heute halt nur melden bei mir. Und kontakt@ernsting.at wäre eine Möglichkeit. Wenn er hier in dem Bereich wohnt, ne? Im Bereich Salzburg oder Tirol. Das ist das eine. Ja, und das andere ist mir jetzt schon wieder entfallen. Ich wünsche euch alle gute Nacht und bedanke mich und ich hänge mich noch ein bisschen im Nachttag mit rein. Super, danke dir, Robert. Nein, das Band habe ich nicht bekommen. Also zumindest ist es nicht mehr auf meinem Schirm. Schick es mir doch nochmal bitte zu, dass wir das ins Archiv setzen können. Also das werden wir dann im Mai, das heißt morgen ist ja der 1. Mai, wird es dann direkt dann erscheinen. Danke dir, Robert, für die Infos. Und ja, jetzt rufen wir doch mal den Raphael. Raphael, du hast deine Blumen hier gehört gerade, schöne Lobs und das Themengebiet ist total angenommen worden, so habe ich es empfunden. Und du hast ja auch den Lichtanker bei dir noch hinten in deinem Gepäck. Was gibt es denn da auch noch zu berichten? Gibt es da Veranstaltungen, die du auch empfehlen möchtest? Einmal das und natürlich deine Worte. Ich hoffe, du hast dich heute wohlgefühlt. Aber was frage ich? Ich denke, das fühlt man ja, das hast du sicher. Und gib dir einfach mal das Mikrofon für deine letzten Worte. Und dann haben wir ja noch einen Song für da, den darfst du mir dann noch ankündigen. Oder ich spiele einfach einen von dir ein, den du mir dann mitgegeben hast. Ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank, auch an, natürlich an alle, die dabei waren, dabei sind. Es ist auch ganz klar, dass es im Grunde, auch wenn wir uns potenziell nicht auf eine konkrete Manifestation oder Idee oder auch nur These einigen können. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich in meiner Sicht einfach nur darum, genau über diese Dinge zu kommunizieren, zu verstehen, diese Wahrnehmungen, egal welcher Form, sind eigentlich ganz normal. Und dann kann man damit auf einer ganz anderen Ebene umgehen und natürlich auch phänomenologisch irgendwann mal gemeinsam so viel zusammentragen, dass wir bessere und bessere Hinweise oder einfach nur bessere Varianten uns gemeinsam ausdenken können, um einfach in diesem Prozess Kontakt mit uns selbst und in allen anderen Varianten möglichst ja, friedlich, sinnvoll und, wenn es nach mir geht, auch lustig zu gestalten. zum Lichtanker, da ist, trifft sich's auch gerade. Also ich mache einmal im Monat, meistens ersten Montag im Monat, ein Channeling, wo ich meistens auch so Alien-Aspekte, Energien channel. Kann sich jeder anschauen, ist auch ganz viel auf YouTube, alles schon vorhanden. Und speziell haben wir jetzt auch noch diesen Monat, und zwar am 13.05. speziell auch Meditation, Reiki und Channeling zum Thema Kornkreise, wo wir uns damit auch allein energetisch mal verbinden, wer weiß, wem da direkt vielleicht dann noch Inspirationen kommen. Und auch ganz speziell am 15. Mai ist die Jael und Freunde-Tour. Das ist ein Channel aus Deutschland, der die Jael channelt. Die laut einem meiner Lieblingschannel eben Bashar sind die Jael sozusagen, die wären das die Außerirdischen, die uns genetisch am nächsten sind.
Und das ist ein Channel aus Deutschland, der in dem Fall da ganz speziell im Lichtanker eingeladen ist. Und auch sonst kann ich natürlich nur empfehlen, auf die lichtanker.at-Seite zu schauen. Wir haben immer ganz viele unterschiedliche, ganz spannende Events. Und wir haben es auch immer sehr nett. Danke. Ja, super, super. Hast du einen speziellen Song? Sonst suche ich meinen aus. In dem Fall würde ich sagen, spielen wir am besten Chad Dubs Wisdom. Wenn du den Track findest. Ja, da bin ich jetzt schon wieder am Schauen. Das ist ja das Crushed Himmel steht hier. Dann The People Who Brought. Das kannst du auch spielen. Who Brought the World into Existence. Das ist auch ein schöner Track. Das ist auch gut zum Schluss. Wunderbar. Dann machen wir das und dann winken wir raus. Alles Liebe und vielen Dank. Ja, alles Liebe euch auch und morgen 20 Uhr. Bis dann. Ciao, ciao.